Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Kann man den Bayern ein Bein stellen als 1. FC Köln? Ja, kann man schon, wenn man die Beine trifft. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. So spricht Horst Held vor diesem 22. Bundesligaspieltag und damit hallo und herzlich willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 261. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der @gnetzer bei Twitter und begrüße euch sehr zu diesem Rückblick auf den 22. Bundesligaspieltag. Erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen es schon, unser Schwerpunkt wird auf dem 1. FC Köln liegen, wenn ein Verantwortlicher des FC zu hören ist im Intro. Das wird unser Schwerpunktthema, unter anderem deshalb, weil der liebe Arne Steinberg eingesprungen ist. Wir hatten eine Gästeabsage am Samstagabend, das ist der schlechtestmögliche Zeitpunkt für eine Absage. Okay, kurz vor der Aufnahme wäre noch schlechter, ich gebe es zu. Aber Gott sei Dank ist er eingesprungen. Er ist unter anderem stellvertretender Chefredakteur bei fc.com, deswegen auch sehr bewandert, alles zu allem, was Köln angeht. Und er ist Reporter für das Korrektiv. Servus Arne. Hallo Max. Schön, dass du mit dabei bist. Danke für deine Flexibilität, auch in technischen Dingen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist heute eine etwas besondere Aufnahme. Verzeiht es uns, wir haben alles getan, um das jetzt in einer ordentlichen akustischen Qualität hinzubekommen. Vor allem Arne, der sich nicht muten kann für die nächsten 3 Stunden. Ich darf nicht husten und nicht niesen, das wird eine große Herausforderung. Ja, oder halt immer nur dann, wenn jemand anderes spricht. Am besten eigentlich, wenn Martin spricht, dann kann ich hier Editmarken machen. Aber du darfst auch, während ich Dinge sage, husten. Gut, dann wollen wir Martin auch noch vorstellen. Martin Raffel. So wenig wie möglich atmen. Ja, genau, da war er schon zu hören. Martin Raffel, Analyst und Coach bei Hajduk Split und Autor bei Spielverlagerung.de. Servus Martin, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Servus, freut mich. Ja, und wir haben eine stabile Verbindung nach Split hinbekommen, da bist du doch wahrscheinlich gerade, oder? Ja, genau. Ich glaube, du hörst mich immer so, also die Reaktion von dir auf das, was ich sage, kommt immer so erst nach 2 Sekunden an, deswegen, ich glaube, wir haben ziemlich Latenz, aber ja. Ist ja auch eine Distanz, deswegen ist es in Ordnung. Meine Güte, das sind heute hier Unwägbarkeiten im Rasenfunk, aber wir werden das irgendwie hinbekommen, du wirst mir dann einfach ins Wort fallen und das ist gar kein Problem, das passiert in anderen Formaten ja auch, was mich direkt zum Ankündigungsblock bringt. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr es in der letzten Woche nicht mitbekommen habt, ich war heute Morgen, wir zeichnen am Sonntagabend auf, im Doppelpass bei Sport1 zu Gast, da war das auch so, dass man nur dann zu Wort kam, wenn man den anderen in selbiges gefallen ist. Und sollte es die ein oder andere neue Hörerin und den ein oder anderen neuen Hörer geben, das hier ist der Rasenfunk und wir besprechen alle Spiele und legen gleich einen Schwerpunkt auf einen Verein. Schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Ansonsten sind auch noch andere neue Folgen veröffentlicht worden. In der letzten Woche gab es einen Kurzpass zur Situation in der spanischen La Liga und an diesem Dienstag wird ein Kurzpass zu den Top-Talenten außerhalb Europas erscheinen. Also im Rasenfunk geht es wie immer Schlag auf Schlag. Und Schlag auf Schlag verkaufen sich auch die mausgrauen Beanies im Shop, so wie alle anderen. Wie in der letzten Woche der Hinweis, unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr hübschen Rasenfunk-Merchandise kaufen und damit den Rasenfunk unterstützen, denn wir sind Paywall-Sponsoren und werbefrei. Und der eine Weg, uns zu unterstützen, ist eben unseren Merchandise zu kaufen und der andere ist direkt zu überweisen. Das haben getan unter anderem Martin, Paul Geht, Sepp Po, Alex Forzer-Bayer, Adrian Viktor, Bastian Lukas, Timo und Steffen K. Herzlichen Dank dafür. Das war der Ankündigungsblock. Dann blicken wir, nachdem es jetzt den Rasenfunk im 6. Jahr gibt, zu Beginn der Sendung immer kurz auf die Sendung von vor 5 Jahren zurück. Das war die Schlusskonferenz Nummer 16, also mal eben schmacke 250 Folgen her, grob überschlagen, mit Flo Bogner und Markus Bark, einem absoluten Legenden-Line-Up, also Freunde der Show schon damals. Der Titel war 50 Shades of Breitenreiter, bezog sich auch noch auf das Buch und nicht auf den Film, da sieht man mal, wie alt der Rasenfunk ist. Und damals war Marvin Hitz vom FC Augsburg Torschütze des Monats im Februar. Er hat eben damals am 22. Spieltag im Bundesligaspiel gegen Leverkusen in der 94. Minute den 2:2 Endstand geschossen. Und das wäre eine schöne Analogie gewesen, wenn das Rafael Giekewitz an diesem Wochenende gegen Leverkusen zum 3:3 auch gelungen wäre. Er hatte allerdings ein bisschen weniger Glück mit seinem Abschluss. In der Sendung damals vor 5 Jahren wurde Augsburg sogar als Champions League-Kandidat gehandelt. Das war dann doch schon eine Weile her. Von der Champions League
zu Hertha BSC ist der Weg nur noch ein ganz kurzer und deswegen kommen wir damit fließend in das erste Spiel, über das wir von diesem Spieltag sprechen möchten. Wir wollen sprechen über den SC Paderborn gegen eben jene Hertha. Und die fährt den wichtigen Dreier im Auswärtsspiel bei Paderborn ein. Dadurch, dass Boyata nach einer Flanke im Anschluss eine Ecke trifft und dann ist Rubeni aus unmöglichem Winkel ins kurze Eck an Jahrstand vorbei, aber den letzten Schlusspunkt, den setzt Kunja bzw. Collins, wem auch immer das Tor gehören mag. Es war in jedem Fall eine kuriose Szene zum 2:1, was eben Hertha BSC auf 26 Punkte schiebt und damit hat man 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, während der SC Paderborn mit 16 Punkten weiter einen Punkt hinter jedem Relegationsplatz und 6 Punkte hinter dem sicheren Nicht-Abstiegsplatz 15 liegt. Martin, wie haben dir die beiden Mannschaften Paderborn und Hertha in diesem Spiel gefallen? Paderborn an sich ein bisschen mehr. Eigentlich hatten vor allem in der ersten Halbzeit eigentlich auch, naja, mehr vom Ball zumindest, hatten sie länger den Ball, wenn sie ihn hatten. Relativ gut die Herthaner laufen lassen, aber ja, sehr breit gespielt und dann vorne nicht so richtig den, ja, wie das bei Paderborn halt häufig so ist, nicht ganz so die Qualität gehabt, um dann da was zu machen, wenn sie mal nach einer Verlagerung irgendwie 1-gegen-1 hergestellt haben oder ähnliches. Hertha ganz, ja, so solide, stabil, 3-5-2, viel auf zweite Bälle, bisschen Stress gemacht, Bälle irgendwie vorne reingebracht und dann merkt man, war ein bisschen, war okay, war effektiv in dem, in der Partie, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht, wo Hertha jetzt hin will direkt. Arne, wie fandst du die Aufstellung, wenn wir mal mit Hertha BSC anfangen? Das war ja eben sehr defensiv mit eben der Dreierkette Stark, Boyata und Rekik und dann auf den Flügeln Mittelstädt und sehr überraschend Pekarik und dann ein körperliches Mittelfeld mit Schellbrett, Askasiba und Meier davor und man ist auch Paderborn relativ tief begegnet, also hat Paderborn erstmal kommen lassen. Wie fandest du denn diese taktische Herangehensweise? Ich glaube, nach so einer turbulenten Woche ist es, glaube ich, schon verständlich, dass man erstmal auf Sicherheit versucht zu setzen. Und das war ja dann auch der Fall mit gerade diesem Mittelfeld, was ja dann schon eher so die Kategorie Arbeiter umfasst. Und dann eben vorne mit Piontek und Kunja zwei Spieler, die quasi die gesamte Offensive dann stemmen sollen. Ich war aber trotzdem einigermaßen positiv überrascht. Also gerade von Mittelstädt und Pekarik auf beiden Seiten. Die haben relativ viel angeschoben tatsächlich, fand ich, gerade in der ersten Halbzeit. Und so ist dann auch das erste Tor entstanden. Guter Wechsel von Mittelstädt auf Pekarik. Und der hat dann da über die Seite Druck gemacht. Und dann ist die Ecke entstanden, in deren Folge dann das Tor fiel. Aber ansonsten, ja, es ist dann natürlich mit einem Mittelfeld bestehend aus Schellbrett und Askasiba, ja, jetzt nicht die feinste Fußballkunst, aber das ist, denke ich, auch in Ordnung. Wenn man schaut, aus welcher Woche die Hertha in dieses Spiel hineingeht, dann ist es verständlich, dass man erstmal versucht, einigermaßen stabil das Spiel zu bestreiten. Ja, ich fand es auch überraschend, wie viel tatsächlich Pekarik im Spiel nach vorne gemacht hat und wie gut man es damit eigentlich auch geschafft hat, Paderborn aus dem Spiel zu nehmen. Die hatten mehr höhere Spielanteile, also leicht Ballbesitz auf Seiten von Paderborn, aber auch bei den Schüssen sieht man es deutlich, 21-16 Schüsse. Aber wenn wir gucken, was davon aufs Tor ging, da liegt die Hertha davor. Also Paderborn hat viele Schüsse aus der zweiten Reihe genommen, es wurden wahnsinnig viele Schüsse geblockt. 6 Schüsse hat allein Rekik zum Beispiel geblockt und Paderborn hat sehr, sehr häufig geflankt in einen Strafraum, in dem 6, 7, manchmal sogar 8 Herthaner standen. Also ich hatte das Gefühl, defensiv ist das voll aufgegangen, aber halt zu Lasten von, na, nicht jeder Spielkultur, es gab schon Umschaltsituationen, da hätte man auch noch in der zweiten Halbzeit, finde ich, durchaus ein paar Szenen noch besser ausspielen können, aber schon ein sehr, sehr passiver Auftritt in dem Sinne, dass man halt einfach sich komplett darauf erstmal beschränkt, Paderborn seiner Stärken zu berauben und dann zu hoffen, dass man irgendwie ein Tor erzielt, was ja auch dann so passiert ist. Was von der Tabellenkonstellation her verständlich ist, insgesamt fand ich es ein bisschen enttäuschend, diese Herangehensweise, auch wenn sie legitim und jetzt auch nicht mehr überraschend ist, aber irgendwie schade, wenn eine Mannschaft so in Paderborn auftritt, finde ich. Ja, das stimmt, dass bei der Hertha noch nicht alles lief, ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass beispielsweise Matheus Cunha jetzt 2 Trainingseinheiten mit der Mannschaft hinter sich hat, weil er noch mit der brasilianischen U23 unterwegs war.
Von daher kann in der Abstimmung mit ihm und Piontek im Sturm oder in der Offensive noch nicht alles passen. Und das hat man auch an mehreren Situationen gesehen, wo beide nicht so ganz sich klar darüber waren, wer jetzt welchen Raum besetzt. Und es hat viele falsche Entscheidungen von beiden gegeben. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Grundlage für beide, trotz allem, weil die sich vom Profil her ganz gut ergänzen. Und da können wir, glaube ich, für die Zukunft noch einigermaßen positive Dinge erwarten, weil das durchaus funktionieren kann mit den beiden. Ja, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Bei Piontek zum Beispiel, der hat jetzt zum zweiten Mal in einem Spiel einen sehr offenen Kopfball sehr, sehr weit vorbeigeköpft. Ich will ihn jetzt nicht nur komplett an 1-10 bemessen, aber so viele gab es halt bisher noch nicht von ihm. Und bei Kunja bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also die Entscheidungsfindung, du hast ja gerade schon das alles so ein bisschen eingeordnet, dass man da nicht überkritisch sein sollte, aber die Entscheidungsfindung hat mir in manchen Szenen noch nicht so gefallen, auch wenn es jetzt gereicht hat in diesem Spiel gegen Paderborn. Aber da ist, ja, bin ich noch ein bisschen skeptischer insgesamt, muss ich sagen. Aber du hast es eigentlich ja schon ganz gut eingeordnet. Was haben wir denn? Wenn Kunja aber mit 20 eine gute Entscheidungsfindung hätte, dann wär's auch kein 20-jähriger brasilianischer Nationalspieler. Also der hat auch eine Fußballkultur weiterzutragen, der junge Mann. Das musst du schon auch berücksichtigen. Da spricht der Nachwuchstrainer. Das merkt man. ja, schon. Ja, und was ist dann zu Paderborn noch zu sagen? Also die hatten viele Aktionen, aber sehr wenig Zwingendes. Sie haben es ungewöhnlich häufig über Flanken probiert. Sie hatten einen, fand ich, so ein bisschen herausragenden Spieler, Martin, mit Pröger, der 10 Dribblings gewonnen hat, 6 Schüsse genommen hat, 2 Torschüsse aufgelegt hat, also sehr, sehr viel Betrieb über seine Seite gemacht hat. Aber es war halt insgesamt sehr wenig Torgefahr da. Und ja, auch der Ausgleichstreffer ist ja im Grunde nicht aus einer Chance, also aus keiner Chance gefallen, die man jetzt als große bezeichnet hätte. Wie hat dir denn der SCP gefallen, Martin? Ja, also die haben halt gut von links und rechts verlagert, da um diesen Hertha-Block in der Mitte drumherum gespielt. Und wie vorhin schon gesagt, hatten halt sehr viel Breite im Spiel. Ich fand es ganz lustig zu sehen, weil es lustigerweise, das ist für mich, war es das System, was wir in der Hinrunde gespielt haben, gegen das System, was wir in der Rückrunde spielen. Das heißt, das ist eine taktische Situation gewesen, die ich auch relativ häufig im Training habe, noch zur Zeit. Deswegen habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass Hertha mal, wenn der Ball auf die Seite geht, da mit dem Außenverteidiger durchpresst und wie sie dann den Sechser abdecken. Aber sie haben einfach immer den Rückpass stattdessen offen gelassen, anstatt irgendwie mal auf den Sechser rauszugehen. Deswegen konnte Paderborn da relativ gut drumherum spielen. Und dann ist dieses 4-3-3, wenn man das so breit spielt und sehr viel von Außenverteidiger zu Außenverteidiger, ähnlich wie es Manchester City sehr viel gemacht hat in den letzten 2 Jahren, ist das halt sehr, sehr davon abhängig, was die Außenstürmer dann machen, wenn man sie nach einer Verlagerung findet. Und wenn man dann eben da keine überragenden Spieler hat, die auch 1-gegen-1 dominieren können, sondern die Spieler, die Paderborn halt hat, dann ist es schwierig, daraus Torgefahr zu erzeugen. Der Stürmer ist relativ allein gelassen häufig, selbst wenn die Achter relativ hoch stehen und als Ablageoption zur Verfügung stehen, sind das die einzigen Optionen dann in der Mitte, und es ist relativ vorhersehbar, wenn man da durch die Mitte nach vorne kommen will. Man muss schon viel über Verlagerung machen und dann so Halbfeldflanken spielen und sowas. Also, dass sie Flanken geschlagen haben, das ist ein bisschen systemimmanent sozusagen. Bisschen kann man so und so diskutieren, weil unterm Strich hatten sie mehr Schüsse, haben das Spiel ganz gut kontrolliert gegen eine nominell bessere Mannschaft. Aber ich bezweifle, dass sie mit der Systematik halt dann mehr als solche Spiele da rauskriegen. Aber zugegebenermaßen für Paderborn nominell schwächste Mannschaft der Liga, wenn die ein Spiel so ausgeglichen gestalten können, ist es auch in Ordnung für die, glaube ich. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten in der Bewertung davon, weil wenn man eben nicht die Offensivspieler hat, dann ist es halt auch sehr schwierig, mehr Durchschlagskraft zu erzeugen als das, was da zu sehen war. Ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite, mir hat so ein bisschen die Unterstützung der Achter gefehlt. Also es gab so 2 Szenen, glaube ich, in denen Vassiliadis mal
nicht nur sich angeboten hat und dann auch gefunden wurde vom Außenstürmer, sondern mit so Klatschpass-Kombinationen mit Mamba und später hat das einmal mit Srebeni, glaube ich, gemacht, auch auf den Strafraum zugetrappelt hat. Und das hat gleich in der ganzen Hertaner Hintermannschaft was gemacht. Und das hat mir fast ein bisschen gefehlt, weil das kann Paderborn spielen. Das haben sie in dieser Saison schon sehr häufig gemacht. Die Gefahr eines Ballverlustes ist da halt höher und dann schaltet Hertha auch schnell um. Also vielleicht hat Paderborn das deswegen vermieden, aber ich fand das dann irgendwie in letzter Konsequenz hat Paderborn dafür, dass es ein so wichtiges Spiel war, einfach nur von der Konstellation in der Tabelle her, fand ich es nicht mutig genug. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch, weil es ein Herthaner eher Mittelfeldpressing war, ist es dann schwierig, diese Vertikalbälle dann reinzuspielen für die Klatschpässe, weil dann eben der die Achter von Hertha sind ja nicht so viel rausgegangen, sondern haben dann eher diese Diagonalpässe bzw. Vertikalpässe dann in diese Räume genau zugemacht. Dazu Fünferkette dahinter, wo dann immer jemand rausrücken kann in dem Moment. Das ist dann nicht so einfach dagegen zu spielen. Da müsste man eher, also was ich dann eher vermisst habe, was geholfen hätte, wäre vielleicht auch ein Andribbeln der Außenverteidiger, wenn die oder auch der Innenverteidiger, wenn man die Außenverteidiger, also die mutige Variante wäre gewesen, Außenverteidiger ganz hoch schieben, Flügelstürmer ein bisschen weiter in die Mitte, dass man eine 3-gegen-3-Situation hat. Das ist dann wirklich das City-Modell, ja. Ja, City spielt gar nicht so häufig so mit den hohen Außenverteidigern, sondern die machen schon viel dann, was, also dass du, wenn du die Außenverteidiger tief lässt und dann den Fuß anspielst, muss der Gegner halt relativ viele Spieler auf die Seite bringen, um auf der Seite das Vorwärtsspiel zu verhindern. Dann nach einer Verlagerung kann man 1-gegen-1 erzeugen. Aber wenn man dieses 1-gegen-1 eben nicht will oder nicht nutzen kann, gegen eine Fünferkette ist es auch dann häufig ein 1-gegen-2 bloß, dann könnte man es halt entweder so machen, dass du die Außenverteidiger hochschiebst oder was halt noch eine Variante gewesen wäre, was ich jetzt vermisst hätte in der Spielanlage, die sie eher haben, Paderborn, dass die Außenverteidiger einfach diagonal andribbeln, einfach mal auf den Achter andribbeln, dadurch den Achter rausziehen und dann kannst du von eventuell auch den Sechser aufkriegen, wenn der Stürmer dann vielleicht reagiert. Oder du kannst dann vielleicht auch den Achter sogar nach innen austribbeln und dann vielleicht den eigenen Achter finden oder den Stürmer oder vielleicht mal diagonal durchs Mittelfeld verlagern und nicht immer nur hintenrum über die Innenverteidiger, was jetzt sehr viel gemacht haben in dem Spiel. Ja, vielleicht war das schon einer der entscheidenden Punkte, dass halt auch sich Hertha tatsächlich nicht hat locken lassen und das sehr, sehr bewusst. Und bei Hertha gab es ja auch, Arne, einen Wechsel. Das haben wir jetzt noch nicht thematisiert, weil es ja zu dem Spiel jetzt auch nur indirekt dazu gehört hat. Aber auf der Trainerbank saß Alexander Nuri und neben ihm war ein Platz leer. Das war der von Jürgen Klinsmann. Der hat am Dienstagmorgen hat er hingeschmissen via Facebook, ist zurückgetreten und dann gab es verschiedenste Pressekonferenzen und Facebook-Livestreams. Du in Berlin am Puls des Herzens, des Herthaner Herzens. Was sind deine 2 Cent zu dieser Entwicklung? Ja, als Hauptstadtkorrespondent des Rasenfunk kann ich da natürlich nur zu sagen, dass diese ganze Konstellation von mir persönlich schon seit Mai und seit dem Einstieg von Windhorst da relativ argwöhnisch betrachtet wird und dann natürlich auch die Konstellation im November mit Klinsmann, der aus dem Aufsichtsrat auf einmal dann auf die Trainerbank rückt, nach all dem, was in der Vergangenheit schon darüber bekannt worden ist, was er für ein Trainer ist und ja, die Investments, die er dann getätigt hat, wenn wir in seinem Sprech bleiben, erstmal personeller Natur mit Feldhoff, Nuri, Arne Friedrich und so, plus eben noch die immensen Transferausgaben im Winter, das ist dann natürlich schon erstmal ein Statement beides, also da hat man dann natürlich schon gesehen, dass die Hertha Bock hat. Und dann natürlich auch ehrlicherweise eine fußballerische Entwicklung, der jetzt nicht wirklich feststellbar war. Ich meine, klar hat er die Mannschaft stabilisiert, aber es war jetzt nicht so, dass man da jetzt auf einmal gemerkt hat, dass sich da wirklich was entwickelt und dann die Art und Weise des der Kommunikation, wie er dann seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ich glaube, dazu wurde schon sehr viel geschrieben und sehr viel gesagt. Ich glaube, es ist nicht umsonst einmalig in der Bundesliga-Geschichte und dementsprechend auch für so eine Mannschaft gar nicht so einfach, glaube ich. Also die waren ja relativ angefasst sogar am Dienstag, die Spieler, weil sie damit ja nicht gerechnet haben und dann irgendwie gerade sich so aneinander gewöhnt hatten. Und dann ist jetzt irgendwie schon der Klinsmann auch wieder weg. Also es ist jetzt nicht so leicht, damit umzugehen, egal was da jetzt erstmal im Binnenverhältnis vielleicht passiert sein mag. Von daher ja, bin ich da mal sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Wochen und ob
ja, sich da jetzt tatsächlich was entwickelt oder ob das wirklich nur so eine Saison wird, wo man sagt am Ende, ja, okay, wir haben es irgendwie geschafft und jetzt gucken wir mal, was in der nächsten Saison läuft. Mhm. Ich finde halt gerade diesen Blick auf die nächste Saison so spannend. Also klar muss man jetzt in dieser irgendwie erstmal den Abstieg vermeiden, aber der Kader für die nächste Saison, der wird ja im Frühjahr der Vorsaison schon geplant, sobald man die Saisonziele halbwegs weiß und seinen Etat hat, aber die Kontaktaufnahme zu Spielern, das Scouting, das ist jetzt gerade in der Hochphase. Und das wird halt jetzt gerade sehr wahrscheinlich nicht mit dem Trainer abgesprochen, der dann auch in der nächsten Saison trainiert, außer sie bleiben bei Alexander Nuri und entscheiden sich für diesen berauschenden Offensivfußball, den wir da jetzt unter anderem auch in Paderborn gesehen haben. Und das finde ich halt einfach eine interessante Konstellation und alles andere als optimal. Und da hilft es dir auch nicht, dass du sehr viel Geld hast, wenn das ja gleichzeitig auch alle Vereine wissen, von denen du kaufst. Ja, naja, gut, viel Geld hilft schon ein bisschen, aber das allein wird es halt nicht lösen, weißt du? Naja. Ja, das ist ja die generelle Frage, ne? Also wie man dann damit umgeht, wenn man von jetzt auf gleich sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hat und ob man da überhaupt die sportlichen Strukturen dafür hat, auch personeller Natur, da bin ich auch sehr gespannt, tatsächlich. Ja, gut. Der härter Schwerpunkt, den ihr vielleicht erwartet, liebe Hörerinnen und Hörer, den gibt es dann in der nächsten Schlusskonferenz. Also in der nächsten Woche reden wir dazu noch ausführlicher. Dann wird Hertha BSC zu Hause gegen den 1. FC Köln gespielt haben. Und in der Woche danach spielt man gegen Fortuna Düsseldorf. Das heißt, die aktuell Tabellen 14. und Tabellen 16. sind die nächsten beiden Gegner von Hertha BSC. Für den SC aus Paderborn geht es jetzt nach München zu den Bayern, bevor man dann in Mainz spielt und dann zu Hause gegen den 1. FC Köln und dann in Düsseldorf. Das heißt, auch für Paderborn stehen jetzt sehr wichtige Wochen an. In 4 Spieltagen wird man gegen die direkte Konkurrenz gespielt haben und dann ist man auch da ein bisschen schlauer. Damit beenden wir das Segment von Paderborn gegen Hertha BSC. Für euch hat es, liebe Hörerinnen und Hörer, so um die 15, 16 Minuten gedauert. Für uns um die 45. Wenn sich zwischendurch was an der Tonqualität verändert hat, ich hoffe nur zum Besseren, dann liegt das daran. Aber die restlichen Details, die bleiben für immer in der Erinnerung von Martin, Arne und mir. Es liegen besondere Minuten hinter uns, so möchte ich sagen. Und wir haben die ein oder andere Antwort mehrfach gehört. Wir haben mehrere Mikrofone bei eBay bestellt in diesen 7 Stunden, die wir gerade. Ach, wenn es doch nur an den Mikros liegen würde. Aber gut, Digitalstandort Deutschland. Er sagt auch schon viel, dass die Verbindung nach Split irgendwie ein bisschen resistenter ist als die nach Berlin. Kroatien hat viel besseres Internet als Deutschland. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das ist spitze. Naja. Mich würde auf jeden Fall nochmal interessieren, was Arne zu Piontek und Kunja denkt. Die Antwort habe ich wirklich sehr selten heute gehört. Ich kann das nochmal aufschreiben, wenn das so interessant ist. Ja, wahrscheinlich kannst du. Wie viele Trainingseinheiten hat Kunja nochmal? Also wir haben allein diese Antwort haben wir 3-mal gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit bekommt er so einen kleinen Einblick. Aber jetzt wollen wir mal weitergehen, sonst verplempern wir ja noch mehr Zeit. Es wird ja sowieso schon sehr spät jetzt werden für uns alle drei. Wir wollen sprechen über eine weitere Mannschaft, die unten drin hängt. Nachdem wir jetzt über den Tabellen 18. Paderborn gesprochen haben, sprechen wir jetzt über Werder Bremen auf Tabellenplatz 17 mit weiterhin nur 17 Punkten. Das Einzige, was dazugekommen ist an diesem 22. Spieltag, sind 3 Gegentreffer. Denn beim Spiel in Leipzig war die Partie im Grunde in der 46. Minute vorbei. Nach Toren von Klostermann und Patrick Schick erzielt Mykiele direkt nach Wiederanpfiff das 3:0. Und ab dann plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Rabat zeigt sich dann zwar gnädig bis unkonzentriert, aber Werder ist aktuell so gefährlich wie, keine Ahnung, eine ausgetrocknete Topfpflanze. Wobei, da könnte man sich ja sogar fast noch dran kratzen. Also einfach nur eine Topfpflanze. Und hinten lässt man bei Standards weiter viel zu leichte Gegentreffer zu. Martin, gibt es für Werder-Fans irgendetwas Positives, das aus diesem Spiel mitgenommen werden kann? Heute werden die einfachen Fragen gestellt. Naja, also ich glaube, das ist ja auch so der Common Sense, dass so die grundsätzliche Spielweise der Mannschaft gerade mit Ball ist ja durchaus solide. Es ist ja nicht so, dass sie überhaupt keinen Fußball spielen können. Nur halt gerade wenn es auf den gegnerischen Strafraum zugeht und vor allem, wenn es in den eigenen Strafraum reingeht, das ist halt das die Problematik, ne? Und vielleicht kann man das als Positives rausnehmen, dass die Gegentreffer, die kassiert wurden, die ersten beiden vor allem, die waren halt, also die Fehler, die da gemacht wurden, waren so offensichtlich und simpel,
dass man sie eigentlich sehr leicht abstellen könnte. Ja, also beim, beim Freistoß, beim 1-0, der Freistoß kommt rein und sofort verlieren, glaube ich, drei Spieler ihren Gegenspieler. So, das kannst du, wenn die drei Spieler sich das im Video angucken, könnten sie sich eigentlich vornehmen, beim nächsten Mal vielleicht einfach nicht ihren Gegenspieler zu verlieren. Und dann wäre die Gefahrenquelle schon mal erledigt. Ist halt die Frage, wie konsequent das angegangen wird und so und wie das dann auch umgesetzt wird, dass natürlich dann solche billigen Fehler überhaupt passieren auf dem Niveau. Das ist dann eher das Bedenkliche. Von hat man ja schon versucht, es abzustellen. Also jetzt nicht nur, weil man jetzt im Kurztrainingslager war vor diesem Spiel, sondern auch eine Winterpause war das eines der Themen. Keine Tore nach Standards mehr. Ja. Ja, da ist das schon sehr seltsam, wenn das Ergebnis daraus ist. Aber ich weiß nicht, versuchen sie zu viel dann darüber zu machen, wie sie das verteidigen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie Standards verteidigt haben in der Hinrunde, ob sie da taktisch irgendwie was umgestellt haben, weil das war jetzt keine Frage der Herangehensweise, sondern eine Frage der Umsetzung. Und dann auch beim zweiten Tor vor allem auch der körperlichen Aggressivität einfach, dass da nicht der Verteidiger versucht, wo er sieht, der Stürmer setzt sich ab, dass er nicht irgendwie versucht, noch reinzugehen und ein bisschen Disbalance zu schaffen, sondern dass er einfach stehen bleibt und schick da hochspringen lässt, ohne Körperkontakt. Gerade beim zweiten kann man noch sagen, okay, das passiert mal, wenn der Stürmer genau im richtigen Moment den richtigen Schritt macht und das Timing da beim Stürmer halt top ist, dann ist man als Verteidiger, fehlt dann manchmal die halbe Sekunde Handlungsspielraum, die man braucht. Aber beim ersten Gegentor, das sollte schon, gerade wenn es ein Schwerpunktthema ist, muss es eigentlich besser aussehen. Kann ich mir dann auch schwierig erklären, wie der Ball kommt und dann sofort zwei Gegenspieler einfach laufen gelassen werden. Keine Ahnung. Sehr, sehr seltsam. Das war schon wirklich krass. Also gerade beim ersten Gegentor, beim zweiten Gegentor würde ich mich anschließen. Also man kann nicht alles verteidigen, auch bei Standardsituationen nicht. Und in dem Fall war es ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, entweder clever vom Stürmer oder eben dann auch ja einen Ticken drüber, weil also er hat schon mit beiden Händen sich entweder abgesetzt beziehungsweise geschubst. Ich meine, das ist jetzt für mich nicht unbedingt so, dass ich da sage, pfeift es ab, aber das spielt halt schon eine Rolle so. Also es war von Schick dann in der Millisekunde dann der entscheidende Move, um sich dann eben abzusetzen, und Osako war dann auch nicht mehr in der Lage, ihn irgendwie zu stören am Kopfball. Ja, und das passt dann natürlich sehr, sehr gut rein in die ganze Erzählung rund um Werder aktuell, dass die ersten beiden Tore dann nach Standardsituationen fallen und dann das Spiel quasi schon gelaufen ist. Ich glaube, es gab noch eine positive andere Sache, die man aus dem Spiel mitnehmen kann. Und dann fangen schon die negativen Dinge an. Vielleicht diese gute Phase am Ende der ersten Halbzeit. Da stand Leipzig dann recht tief, ich glaube auch bewusst, denn da führte man ja schon und konnte sich so ein bisschen aufs Umschaltspiel fokussieren. Und Werder hatte einen längeren Ballbesitz, hat sich auch zwei, dreimal relativ ansprechend aus Pressing-Situationen rauskombiniert, auch durchaus halbwegs mutig, was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist in der aktuellen Situation. Aber halt das, was dann dabei herauskam an Torschüssen, war eben halt sehr ungefährlich. Also am Ende war es ein Schuss tatsächlich auf das Leipziger Tor, der kam von Upamecano, das war diese abgefälschte Bittencourt-Flanke. Also offensiv halt einfach sehr, sehr harmlos. Ja, total. Also ich glaube, das Gefährlichste war tatsächlich dieser Upamecano abgefälschter Pass da von Bittencourt, und ansonsten war es eben relativ wenig. Und da hilft es dann auch, wie Martin es eben schon sagte, nicht viel, wenn man es eben schafft, sich einigermaßen zu befreien und auch wirklich flach zu spielen und in den Räumen dann versuchen, den Ballbesitz zu sichern und dann von da aus nach vorne zu gehen, wenn du eben im letzten Drittel dann fast gar keine Präsenz hast und dann irgendwie in Torgefahr reinkommst. Das hat sich dann auch nicht wesentlich in der zweiten Halbzeit verbessert. Ich glaube, Bittencourt hat dann ein bisschen eine andere Rolle gehabt. Da ist er ein bisschen tiefer gewesen, so im Aufbau, und hat sich die Bälle ein bisschen tiefer abgeholt, aber das Spiel war dann quasi mit dem 3-0 durch Mikiele nach 46 Minuten rum. Ist halt auch fast schon ein bisschen auf die Problemstelle hingewiesen, wenn im Bittencourt tiefer kommt, um sich die Bälle abzuholen, weil im Bremen schon in Ballbesitz, was ja so ein bisschen, also aus meiner Sicht zumindest, so ein bisschen die Trademark-Spielweise von
Kofeld ist, dass sie sehr gute Kombinationen im Mittelfeld immer spielen konnten. Mhm. Also was heißt immer, aber häufiger. Das war auf jeden Fall das, was sie für mich, was ich am herausragendsten tendenziell fand. Ganz schnelle Ablagen, so zwei, drei Spieler, die da Raum füreinander schaffen, andribbeln, bla bla bla. Und dafür muss man halt relativ viele Spieler zum Ball ziehen, die dementsprechend weder Tiefe noch Breite geben. Und das ist so ein bisschen das, was der Mannschaft auch fehlt, glaube ich. Dass sie versuchen halt immer ins Mittelfeld erstmal reinzuspielen und dann was zu machen. Haben nicht so viele Spieler, die letzte Linie attackieren, haben eigentlich nur die Außenverteidiger, die nicht so dezidiert offensiv stark sind, die dann Breite geben. Und ich sehe da jetzt eigentlich gar nicht so die Spieler, außer vielleicht Rashica, die in solchen engen Situationen, die sie dann im Mittelfeld erzeugen, die da richtig gut durchkommen. Also sie haben halt, also Bittencourt ist auch eher eigentlich ein Spieler, den willst du halt eigentlich, dass der die Tiefe für dich angreift, weil das kann er teilweise wahnsinnig gut. Er ist auch gut in Engstellen, so, wenn man da schnell durchkommt, aber ist jetzt kein, ist jetzt nicht so ein Spieler, der da so richtig den Ball hält und dann so mit eins, zwei Gegenspieler wirklich aussteigen lässt und aus der engen Stelle dann rausdribbelt nach vorne, ist eigentlich nicht so seine Spielweise, will man eigentlich nicht so haben. Und dann auch so Spieler wie Eggestein und Klaasen sind eher Spieler, die halt relativ normale Pässe spielen und keine, die dann in solchen, die dann so herausragendes in solche Engstellen reinbringen, woraus man dann in den Angriff rein beschleunigen kann. Deswegen waren viele Angriffe in dem Spiel, wo halt Bremen relativ easy den Ball halten kann, weil sich Leipzig zurückdrängen lässt mit Außenverteidiger gegen Außenverteidiger. Dann ist da links und rechts vom Block wie das gleiche wie beim Paderborn gegen Hertha-Spiel eigentlich, dass da links und rechts von dem zentralen Block relativ viel Raum ist, wo man den Ball verlagern kann. Und dann versuchen sie 1, 2, 3 Passoptionen diagonal zu schaffen, aber Leipzig steht dann da halt mit beiden Sechsern, mit dem Zehner, der noch rüberrückt, mit dem Stürmer, der den Passweg zumacht und dann noch mit dem Innenverteidiger, der rausrückt. Und dann ist es nicht so einfach, sich dann da durchzukombinieren. Das muss man dann schon sehr, sehr schnell und sauber machen. Und so gut sind sie in dieser Kategorie nicht. Also die Spielweise stützt sich so ein bisschen auf ein Element, was sie individuell nur bedingt mitbringen. Ja, ist mein Eindruck. Auch Osako, der ganz vorne gespielt hat, ist für mich ein Spieler, der nur dann funktionieren kann, wenn er wirklich noch einen physisch präsenten oder athletischen Stürmer neben sich hat, der halt auch wirklich die Tiefe sucht. Ne? Weil er hat es schon drauf, dass er die Bälle sichert, so, aber wenn er dann eben erstmal ein, zwei Sekunden warten muss, bis überhaupt jemand sich in den Räumen anbietet, wo es dann wirklich interessant wird, dann ist der Ball auch meistens dann wieder weg. Und da muss man halt auch sagen, Upamecano ist da, was das angeht, in der Bundesliga aktuell halt wirklich absolut krass. Also was der da wegverteidigt ständig, jetzt auf dem hohen Niveau schon die ganze Saison hinweg, das ist wirklich gut. Ja, was ja ganz gut den Blick auf Leipzig lenkt. Also man kann ja in Leipzig auch durchaus mal verlieren, das ist schon anderen Mannschaften passiert. Was macht die denn so stark, Arne, deiner Meinung nach? Ja, die haben jetzt natürlich auch zwei Spieler drin im Mittelfeld, glaube ich, die sich sehr, sehr stark entwickelt haben. Also gerade Konrad Leimer letzte Woche in München schon sehr, sehr stark gewesen. Gestern auch so als Ballgewinner und dann Übergangsspieler nach vorne. Hat unheimlich viel Tempo, nimmt den Ball, dribbelt an den Leuten vorbei, wenn Platz ist, spielt gute Bälle. Sabitzer ist auch ein bisschen tiefer und jetzt mit Olmo auch jemand, der jetzt noch nicht so lange da ist, aber trotzdem schon sehr präsent ist, sehr, sehr gut eingebunden ist, und das, ja, ist dann einfach gut. Also die hatten jetzt nicht unbedingt die beste Phase mit den vier Spielen hintereinander, in denen sie nicht gewinnen konnten. Zweimal gegen Frankfurt, Gladbach und Bayern müsste das gewesen sein. Genau. Aber dann ist es für Leipzig in so einem Heimspiel gegen einen Gegner wie Werder Bremen natürlich das Allerbeste, was passieren kann, wenn du vor so einem Champions-League-Spiel dann wirklich zwei Gänge runterschalten kannst nach 50 Minuten. Und das hat dann gereicht für den Spieltag. Ist im Grunde von der Besetzung fast genau der Gegenentwurf zu dem, was ich gerade über Bremen gesagt habe, dass sie halt, also jetzt gerade in der Aufstellung natürlich, haben sie eine Wahnsinnsqualität in diesen engen Stellen, engen Räumen, um in der Mitte Sachen aufzulösen. Leimer, super Dribbler, Sabitzer, Sechser gespielt, kannst du auch easy als Zehner spielen, und Olmo ist genau, mich hat der Transfer ein bisschen gewundert,
Ich kenne ihn ja relativ gut, hat er in Kroatien gespielt, deswegen habe ich ihn relativ häufig gesehen. Aber fand ihn jetzt, hätte jetzt nicht so erwartet, dass er für so eine wahnsinnig hohe Summe zu einem Bundesliga-Meisterkandidaten wechselt. Und waren ja auch viele an ihm dran, hat mich, fand ich immer so tendenziell ein bisschen überschätzt, so leicht, nicht massiv. Aber was halt ihn auszeichnet, ist, dass er eben sehr, sehr gut erstens in solche Engstellen reinkommt, mit einem sehr guten Timing, dann mit eine gute Orientierung darin hat, sehr, sehr schnell kleinräumige Lösungen findet und sehr gute Folgeaktionen hat. Das heißt, wenn man sich durch solche Engstellen durchkombinieren will, wie es ja so ein bisschen diese Red Bull-Spielphilosophie ein bisschen ist, dass man auch nach vorne die Räume ein bisschen eng macht und seid ihr beide noch da? Ich höre keinen Rauschen mehr. Ja. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben noch überhaupt gar kein Rauschen gehört. Aber das wissen wir erst nach der Aufzeichnung. Gerade in solchen Situationen, in so engen Umschaltsituationen, so kann er halt sehr, sehr effektiv sein und ist quasi genau der Spielertyp, den Kofeld für seine Spielweise im Grunde brauchen würde. Ja. Und dann können sie halt in so einer ansonsten taktisch relativ ausgeglichenen Konstellation mehr machen. Dazu, Nagelsmann-typisch, sind sie eben extrem gut darin, was angeht, tiefer anzugreifen. Wo Bremen nur Osako hat Leipzig nicht nur Werner, der einer der besten Stürmer überhaupt ist in puncto Tiefe attackieren mit Läufen, sondern auch noch einen weiteren tiefgehenden Stürmer, der ihn auch noch unterstützt und der Werner auch noch den Rücken frei hält, dass er sich auch noch ins Mittelfeld fallen lassen kann. Das heißt, von zwei Positionen kann da permanent extrem gute Bewegung gegen die letzte Linie kommen. Und das ist halt dann, das ist halt deutlich mehr Durchschlagskraft unterm Strich, als Bremen dann mitbringt, ne? Ja, und auch Mukiele, der Laufweg direkt nach der Halbzeit. Also ist jetzt auch nichts, was irgendwie auf der Hand liegt, dass man nach 35 Sekunden in der zweiten Halbzeit als rechter Wingback dann da vorne auftaucht. Also es war irgendeine Anschlussaktion schon an Angriff, wenn ich mich recht erinnere. Und dann gab es dann den langen Ball von Leimer, der vorher den Ball erhalten hat und dann aufgedreht ist. Und das war halt auch wieder so eine Szene. Also da müssen wir auch wieder über die letzte Linie bei Werder dann reden. Also die Ausholbewegung von Leimer war ja deutlich zu erkennen, so, und dann der Laufweg von Mukiele war ja auch quasi, wenn du parallel zur Abwehrreihe läufst, dann ist das ja quasi, das ist, als hätte ein Running Back in der NFL eine Cut Route. Also du weißt, okay, irgendwann wird er jetzt in der Sekunde, in der der Ball gespielt wird, geht er in die Tiefe. Aber ja. Klassischer Pedro-Move ja, eigentlich. Genau, Pedro bei Barcelona früher. Ja, und Moisander hat noch die Möglichkeit, irgendwie den langen Ball dann aus der Luft zu verteidigen, packt er nicht. Ja, und dann, wie gesagt, auch Mukiele attackiert die Tiefe, also ist auch nicht selbstverständlich. Also gutes Spiel von Raba. Übrigens, dieser Moderator, der jetzt gerade spricht, hat vor 2 Jahren davon gesprochen, dass man Sabitzer mal als Sechser probieren konnte. Ich wurde ausgelacht von Leipzig-Fans, sogar von einem damals in der Sendung anwesenden Leipzig-Fan. Jetzt hat es immerhin mal Nagelsmann gemacht. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das beste Spiel aller Zeiten von Sabitzer war. Aller Zeiten ja sowieso nicht. Das ist ja sowieso grammatikalisch schon völliger Quatsch. Aber ganz interessant. Für Werder wurde das Spiel insofern noch bitterer, als es nur das Ergebnis aussagt, als sich mit Kevin Vogt auch einer der wichtigsten oder vielleicht auch der wichtigste Spieler in der letzten Reihe verletzt hat. Wir wissen noch nicht genau, was er hat, aber definitiv ausfallen wird er. Und bei Leipzig ein bisschen zu kurz gekommen sind jetzt in der Besprechung vielleicht Angelinho und Mukiele, beide ein gutes Spiel gemacht. Für Leipzig geht es jetzt dann zu den Spurs, zu Tottenham in der Champions League, bevor man dann auf Schalke in Gelsenkirchen antritt. Werder Bremen hat jetzt 2 Heimspiele zu Hause gegen Borussia Dortmund, Tabellenplatz 3, und gegen Eintracht Frankfurt, Tabellenplatz 10, nach diesem 22. Bundesliga-Spieltag. Damit können wir ein Plätzchen weiter nach oben rücken und widmen uns Fortuna Düsseldorf, die punktgleich mit Werder Bremen liegen und nach diesem Spieltag, an dem sie 1:4 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach verloren haben, auch fast dieselbe Tordifferenz vorweisen. Minus 25 Treffer ist es bei Fortuna Düsseldorf, minus 26 bei Werder Bremen, beide 17 Punkte. Eine Halbzeit lang spielt Düsseldorf richtig gut, aber dann stellt Gladbach um, schiebt mutiger vor und entscheidet mit einer tollen zweiten Halbzeit das Spiel für sich. In Halbzeit 1 treffen erst Hoffmann und Tommy, in Halbzeit 2 stellt dann Stindl mit 2 Toren und Neuhaus mit dem Schlusspunkt das Endergebnis auf 4:1. Arne, was hat denn Gladbach in der zweiten Halbzeit besser gemacht, was in der ersten nicht funktioniert hat?
zielstrebiger, glaube ich. Also wirklich zielstrebiger, bessere Steigklatsch-Aktionen gehabt. Gleich nach 51 Minuten in das 2-1, wo es wirklich sehr stringent lief und dann wirklich ein herausragend schönes Tor gefallen ist. Also Stindl dann nach dem Querpass von Thüram und vorher der Steilpass von Neuhaus. Also das haben sie wirklich dann ein bisschen zielstrebiger gespielt und ja, dann auch die weiteren Aktionen, die sie hatten über Neuhaus, der immer wieder angedribbelt ist, der immer wieder die Räume gesucht hat, und auch Thüram, das sind halt wirklich Spieler, also gerade wenn wir jetzt darüber reden, wie man vorne die Präsenz schaffen kann, dann ist das im Übergang eben bei beiden jetzt sehr, sehr gut gewesen, also sie waren wirklich beide herausragend gut, fand ich hinten raus gut, dann noch das dritte und das vierte gefallen, aber es war jetzt nicht so, dass Düsseldorf mich irgendwie enttäuscht hat. Also wenn wir kurz zu denen kommen, also ich bin tatsächlich da relativ positiv angetan, wie sich das jetzt darstellt mit Stöger und Berisha am Zentrum. Da ist schon wirklich ein bisschen mehr Spielkultur jetzt mittlerweile da, als vielleicht noch vor ein paar Wochen. Und ja, in der Form, beziehungsweise gegen Zakaria, gegen Neuhaus, ist es dann an so einem Tag einfach schwer. Also ich glaube, da machen diese Spieler gegen viele andere Bundesligisten auch Probleme. Ich glaube, es war ein bisschen in der ersten Halbzeit war es eigentlich eine taktisch eine relativ ähnliche Situation wie Leipzig gegen Bremen, was auch so auf rein taktischer Ebene sehr ausgeglichen, monoton war, weil Spiele mit Dreierkette gegen Dreierkette neigen immer ein bisschen dazu, dass die Außenverteidiger sich gegenseitig wegdrücken und dann spielen mehr oder weniger 8 gegen 8 Spieler mit offenen Flügeln, so dass es im Spielaufbau für beide Mannschaften ein bisschen zu viel Platz an Seiten gibt, um aus dem Pressing wegzugehen. Und dann hast du immer wieder das, dass du entweder hin und her verlagert wirst, je nachdem, wie du die Rückpässe zumachst, oder du hast dann halt immer wieder von der Seite die Diagonalpässe nach vorne rein, kriegst aber in beide Richtungen dann nicht so richtig Druck auf den Spielaufbau in der Weise, dass du halt den ersten Vertikalpass auch verhinderst und vielleicht auch in den vorderen 1-2 Linien mal einen Ball eroberst. Und das konnte Gladbach dann halt in der zweiten Halbzeit, konnten sie dann mit den Flügelstürmern auf die Innenverteidiger pressen von außen sozusagen und konnten die Flügel ein bisschen, also die äußeren Zonen ein bisschen besser dicht machen und dann auf die Wingbacks von Düsseldorf mit Außenverteidiger vorverteidigen, hatten dadurch auch einfach einen Spieler mehr im Pressing vorne, statt einfach nur den Stürmer und die beiden Zehner dahinter, hatten sie dann halt noch einen dritten Zehner sozusagen dazwischen und haben dementsprechend einfach die erste Aufbauphase von Düsseldorf besser verhindert bekommen, was ja Düsseldorf zurzeit gar nicht so schlecht macht, den Aufbau in der ersten Linie. Stehen da mit der Dreierkette super, super breit und das ist nicht so easy, da Zugriff zu kriegen. Ich habe wieder vergessen, Martin, wenn du mit dabei bist, dann muss man sich die Taktiktafel nebendran legen, damit man dann alles simulieren kann, was du sagst mit irgendwelchen sich wegdrückenden Außenverteidigern. Was ich jetzt so mitgenommen habe aus deinen Ausführungen, am Schluss ist, dass man ja am Anfang lief ja erstaunlich viel, also mit Anfang meine ich in der ersten Halbzeit, erstaunlich viel Spielaufbau über Kevin Stöger. Also das, was du gesagt hast mit den Diagonalbällen und mit dem Platz auf dem Flügel, das hat ja dann Stöger quasi aktiviert. Der war quasi derjenige, der dann die Bälle verteilt hat und auch durchaus mal in den Halbraum. Und diesen Pass, diesen ersten Pass von einem der drei Innenverteidiger auf Stöger, den hat halt dann Gladbach zugestellt, indem man Stindl im Grunde dann an die Seite von Thüram gestellt hat. Strobel ist ja aus der Dreierreihe rausgegangen, es wurde Umstellung auf Viererkette. Und dadurch hat man es, so wie es ich beobachtet habe, eben besser geschafft, Stöger aus dem Spiel zu nehmen. Und dann kam eben dabei direkt von Adams auf Tommy oder von Eihan auf Zimmermann. Und da hast du dann aber, wenn Wendt und Leiner auch rausschieben, was sie ja gemacht haben, hast du da halt dann sehr schmackhafte Pressing-Situationen, in denen es ja dann auch den einen oder anderen Ballgewinn gab. Ja, genau. Also das ist, ich glaube, wegen diesen Situationen wollten sie auch erst ich darf hier nicht zu viel Insider-Informationen preisgeben. Weil du mit René Maric natürlich gut bekannt bist, dem Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach. Richtig. Aber lass ruhig raus. Ja, ich versuche mich zurückzuhalten. Sind ja jetzt nicht aber so die Insider-Informationen, die morgen in der Bild stehen. Vor allem ist das Spiel ja auch schon rum. Aber auf jeden Fall macht's Fortuna teilweise sehr, sehr gut, dass sie von diesen seitlichen Positionen, also wenn die Mitte komplett zu ist für Fortuna, spielen sie gut von der Seite diagonal vorne rein in gute Gegenbewegungen, letzte Linie, haben den rechten Achter tendenziell, Morales, der nimmt dann eine höhere Position ein, wo sie dann
so sind sie so ein bisschen asymmetrisch und können, jetzt wird es wieder bisschen abgehobener Fachtalk, wo du die Taktiktafel brauchst. Auf jeden Fall bringen sie sehr gute Bewegungen gegen die letzte Linie und spielen direkt aus der ersten Linie eigentlich sehr gut da rein. Also das, was du gerade gesagt hast, was sie dann in der zweiten Halbzeit machen mussten, ich glaube, das wollte Gladbach eigentlich verhindern. Ach so, okay. Insofern ging der Plan quasi auf. Umkehrschluss war dann blöderweise, dass sie eben Stöger nicht so gut zubekommen haben und generell nicht die richtigen Anlaufwinkel auf die Innenverteidiger hatten, die du haben willst, wenn du den Ball erobern willst. Ja. Und dementsprechend war quasi das, was sie erreicht haben mit der Systemwahl in der ersten Halbzeit, ist dann das, was in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist. Nur hat man dann gesehen in der ersten Halbzeit, dass das letzten Endes die bessere Variante ist, da mehr Druck auf die erste Aufbaulinie zu bringen und dann einfach drauf zu gehen, dass man eben diese gefährlichen Bälle in die letzte Linie, dass man die halt dann erobert. Also das ist ja, das sind ja Situationen, wenn so ein Ball in die letzte Linie oder vor oder hinter die letzte Linie reinfliegt, wo auch immer, das kann ja immer direkt ein Tor werden, wenn die Folgeaktion dann sehr, sehr gut ist oder wenn der Verteidiger einen Fehler macht, deswegen will man es eigentlich verhindern, aber wenn das ist halt die Frage, wie viel Ressourcen muss man darauf verschwenden, das zu verhindern, dass es sich lohnt. Und umgekehrt, wenn man genau das sehr, sehr gut verteidigen kann, solche Bälle, dann sind das tendenziell, können das auch Bälle sein, die du zulassen willst, weil sie ja nicht so eine wahnsinnig hohe Erfolgsquote haben einfach. War ja dann vom 2:1 auch eine Balleroberung von Strobel. Jetzt nicht exakt so eine Situation, wie du sie beschrieben hast, aber so ein bisschen auch direkt das Duell und dann ging es eben sehr schnell nach vorne. Hilft natürlich auch, wenn man dann in der 51. Minute dann schon in Führung geht, Düsseldorf ein bisschen was verändern muss. Aber auf der anderen Seite kommt halt auch dazu, dass gegen eine Dreierkette eigentlich diese 3-1-Offensive, die du dann hast im 4-2-3-1, somit das Ekelhafteste ist, was du verteidigen kannst. Also wenn du Dreierkette spielst, der Gegner steht 4-2-3-1 und die Flügel lassen sich nicht zurückdrängen, sondern die bleiben in der 3 oben und dann auch noch der 10er dahinter. Da gibt es so viele Varianten, hinter diese Dreierkette zu kommen. Das willst du eigentlich nicht. So, da darfst du in der Situation keinen Ball verlieren. Ja, das stimmt. Und interessanterweise hat es ja vor allem Gladbach geschafft, da immer nur im bestmöglichen Fall dann hinter die Kette zu kommen. Also es wurde so lange mit Doppelpässen und direkten Kombinationen gespielt, bis der letzte Pass, der dann tatsächlich auch dich in eine direkte Situation vor den Torhüter bringt, gespielt wurde. Und das hat Gladbach auch mit einer Sicherheit ausgespielt, die mich auch tatsächlich überrascht hat, weil so ganz rund lief der Start in die Rückrunde für Gladbach jetzt auch gar nicht, wie es jetzt vielleicht die Tabellenkonstellation und auch jetzt dieses Ergebnis suggeriert. Also ich fand, dass der Gladbach in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut seine Stärken ausgespielt hat mit einem, also ich bin total verliebt in Florian Neuhaus, ich gebe es an dieser Stelle offen zu, weil ich überragend. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch wirklich beachtlich, dass wir jetzt über Fortuna Düsseldorf sprechen und sagen, erste Halbzeit gegen Gladbach so gut, dass Gladbach quasi Düsseldorf einer Stärke berauben muss, nämlich Kevin Stöger unter anderem, damit man dieses Spiel gewinnen kann. Und das zeigt ja auch schon, wie viel sich da verändert hat. Und wenn wir jetzt mal die letzten beiden Treffer abziehen, war das ja eigentlich auch, also man war wirklich, glaube ich, nahe dran an diesem Spiel. Also Düsseldorf hat spürbar etwas verändert. Ich finde, denen tut dieses Dreier-Mittelfeld mit Stöger, Berisha, Morales total gut. Tommy und Zimmermann haben ganz anderen Zug nach vorne, sind auch unglaublich mutig in der Interpretation ihrer Räume. Hennings nimmt immer noch jeden Schuss direkt, ohne sich den Ball vorzulegen, und es wird immer noch bei jedem Schuss gefährlich. Also das ist einfach ein Phänomen. Ich muss sagen, wenn ich mir so, weil wir haben jetzt gerade über Werder und über Paderborn gesprochen, Düsseldorf, das ist also zumindest zu Werder Bremen, finde ich, ist das ein deutlicher Unterschied in ganz vielen Dingen, die halt wichtig sind, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Total, total würde ich mitgehen. Also hat sich echt vieles zum Positiven verändert. Mir eine Szene hier notiert, 34. Minute, ging irgendwie los, Aufbausituation mit Kastenmeier hinten, und wir haben es dann wirklich geschafft, flach aufzubauen über den ganzen Platz, und das endete dann in einem Abschluss von Ruven Hennings, also der irgendwie knapp vorbeiging oder so. Also es war wirklich gut anzusehen, und das ist dann in der Situation, in der Düsseldorf ist, die ist jetzt natürlich nicht prekär, aber ja, schon angespannt, da ist das schon relativ positiv, dass man dann gegen eine gute Mannschaft wie Gladbach auch viele Abschlusssituationen kreiert, und dann ist es nicht auszuschließen, dass die sich aus dieser Lage noch befreien können. Also tabellarisch jetzt.
Ja, ganz spannend finde ich auch die Position von Eihahn. Also der spielt jetzt den rechten Part in der Dreierreihe fast so ein bisschen wie es bei Eintracht Frankfurt in Teilen in der Hinrunde zu sehen war, mit Hinteregger vor allem. Also der ist so oft im rechten Halbraum zu finden oder sogar auf der rechten Außenseite. Das macht er je nach Spielsituation. Das ist echt irre und wurde aber halt auch von Gladbach in der ersten Halbzeit nicht bestraft. Also der Theorie nach gibt es ja dann einen Raum, den du attackieren kannst. Aber der macht das halt auch so gut, auch so passsicher, macht sehr wenige Fehler, hat hier jetzt auch wieder dann eine gelbe Karte gesehen. Ich glaube, für ein taktisches Foul, aber hat es dennoch geschafft, dieses Spiel auch fertig zu spielen. Ist noch so ein kleines Element bei Düsseldorf, was auch, glaube ich, so echt einen Unterschied machen kann gegen andere Mannschaften. Ja, also Eihahn ist ja so ein Spieler, wo sich diverse Leute, die ich kenne, inklusive mir, seit Jahren wundern. Wieso spielt er immer noch zweite Liga? Wie kann das sein? Ja. Wieso spielt er immer noch bei Fortuna Düsseldorf? Wieso spielt er immer noch bei Fortuna Düsseldorf? Ist einfach gerade was so schöne Aktionen angeht im Fußball, schon ein fantastischer Spieler, Verteidiger vor allem. Und hat die Vorlage sogar gegeben zum Tor, ne? Ja. Und ist halt einfach so smart in seiner Spielauffassung. Der erkennt Situationen so schnell, der wählt nicht nur gute Pässe, die er vorne reinspielt, sondern spielt die Pässe auch sehr auf eine sehr smarte Weise. Spielt die mit dem richtigen Tempo, mit dem richtigen Spin, auf den richtigen Fuß und so weiter. Ist genau so ein Spieler, den du eben in der Dreierkette auf diese Halbposition bringen willst, weil dort, wenn der Gegner erstmal die Mitte zumachen muss, ist immer die Halbposition, hat immer die Halbposition sozusagen den Winkel nach vorne offen. Deswegen kann normalerweise der seitliche Spieler in der Dreierkette deutlich mehr nach vorne spielen als der in der Mitte. Und kann auch andribbeln etc., was ja auch Hinteregger zum Beispiel super gerne macht. Und wenn man da einen Spieler hat, der richtig, richtig gut darin ist, das Spiel aufzubauen, kann der in genau dieser Rolle unglaublich wertvoll werden. So. Okay, wir sind alle im Eihahn-Fanclub. Ich habe tatsächlich auch am Wochenende ihm einen Verein empfohlen. Mal gucken, ob das klappt. Vielleicht haben wir sogar über diesen Verein gerade schon in diesem Segment indirekt gesprochen. Für Fortuna Düsseldorf, die ja dennoch 1:4 verloren haben, das soll ich jetzt nicht untergehen bei all dem Lob, geht es jetzt dann weiter in Freiburg, bevor man eben dann zu Hause gegen Hertha BSC spielt. Aktuell ist man noch auf dem Relegationsplatz. 5 Punkte Rückstand sind es aufs rettende Ufer. Mal sehen, was die Düsseldorfer da noch reisen können. Für Borussia Mönchengladbach geht es jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim ran. Gladbach liegt jetzt aktuell auf Tabellenplatz 4 mit 42 Punkten, hat aber natürlich noch das ausstehende Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Das heißt, man könnte auf 45 Punkte und damit wäre man Tabellendritter, punktgleich mit Leipzig und 1 Punkt hinter Bayern, könnte man sich noch verbessern. Ich bin froh, wenn dieser Konjunktiv dann aus der Schlusskonferenz raus ist, wenn dieses Spiel nachgeholt wurde und wir wissen, wie es gelaufen sein wird. Du bist sehr fit im Plusquamperfekt, muss man dir lassen. Danke dir, wobei das jetzt, glaube ich, Futur 2 war, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin nicht so fit im Plusquamperfekt, das habe ich nie behauptet. Ich glaube, wir verlieren gerade ein paar Leute, wenn wir weiter darüber diskutieren. Ja, das habe ich mir vorhin auch schon gedacht. Aber egal, es ist halt hier etwas anderes. Lasst uns über Union Berlin sprechen, den ersten FC Union Berlin natürlich, und über Leverkusen, bei denen man fragen muss, wird das jetzt euer neues Ding oder was? Wie schon gegen Dortmund lässt man defensiv einiges zu, hat aber dann auch den nicht zu unterschätzenden Vorteil, das letzte Tor selber zu machen. Und so gewinnt Leverkusen ein wildes Spiel an der Alten Försterei mit 3:2, nachdem Gentner, Havertz, Diaby, Bülter und Bellarabi genau in dieser Reihenfolge getroffen haben. Martin, ist der Sieg von Leverkusen deiner Meinung nach verdient? Habe ich leider nicht gesehen, das Spiel. Aber so wie ich Leverkusen kenne, bestimmt. Oh, du hast das Spiel wirklich nicht gesehen. Nee, ganz so hart kann man es nicht sagen. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Arne, wie ist deine Meinung? Ja, nee, ist nicht verdient. Also ich glaube, ich muss da auch mal ein bisschen mein Urteil aus dem Sommer revidieren. Ich glaube, das war nach dem ersten Spieltag, wo wir auch über Union gesprochen hatten. Da habe ich schwierige Zeiten prophezeit damals, aber das hat sich jetzt natürlich komplett ins Gegenteil gewandelt. Von daher Respekt an diese Mannschaft. Also das sieht schon halt wirklich einfach auf deine Analyse reagiert haben. Aber gib zu, es war eine Motivationstaktik von dir.
So nah bin ich dann doch nicht dran an Union. Ich hoffe auch, dass die Unioner alle den Rasenfunk hören, aber. Ja, davon gehe ich auch aus. Aber es hat sich gut entwickelt. Also wirklich eine gute Mannschaft mit ansehnlichen Passagen gegen eine Mannschaft wie Leverkusen. Hinten raus das Spiel zu verlieren, denkbar bitter, nachdem man noch den Ausgleich gemacht hat und dann wirklich in einer ziemlichen Freak-Szene das 3-2 fängt und dann irgendwie ab der 85. so viel zulässt wie über das ganze Spiel nicht. Also das war schon komisch. Also ich weiß nicht, ob das nur mit der Umstellung dann zu tun hatte, dass Subotić auf einmal nicht mehr auf dem Feld stand. Aber das war schon wirklich, wirklich krass. Aber grundsätzlich, das, was Union macht in allen Phasen des Spiels, natürlich mit den langen Bällen auf Anderson, aber auch mit flachen Kombinationen über Gentner, über Andrich, das sieht schon wirklich vernünftig aus. Also auch Bülter und Mali in einer Linie weiter vorne bringen da Elemente rein, die dafür sorgen, dass diese Mannschaft dann auch Bayer Leverkusen Probleme machen kann. Also gerade das erste Viertel so bis zum 1-1, was komplett aus dem Nichts fiel, hatte Union alles im Griff. Also wirklich, ja. Es war komplett kontrolliert, Abschlüsse gehabt und dann fiel eben dieses Tor nach einem langen Ball und das war schon der erste kleine Nackenschlag und dann folgten eben noch ein paar weitere. Ich finde auch, dass man zum ersten Mal gesehen hat, wie Fußball mit Yunus Malí aussehen könnte bei Union Berlin. Also ein bisschen überspitzt formuliert passt er ja eigentlich gar nicht in diese Mannschaft. Zumindest nicht so, wie Union über weite Teile der Saison gespielt hat. Und jetzt in dem Spiel hat man zum ersten Mal ein Gefühl dafür bekommen, wie könnte ein Ballbesitzfußball oder ist ja jetzt wurscht, ob man jetzt dann auch mehr Ballbesitz hat oder weniger, aber wie kann man quasi ein Hauptsache der Ball ist auf der Erde. Nicht in der Luft. Ja, lange Bälle sind schon immer noch ein Teil davon, aber halt nicht mehr nur auf Anderson und nicht mehr nur, um auch den Gegner irgendwie verzweifelt nach zweiten Bällen hechten zu lassen, sondern ich finde, dass es so viel mehr Spielfreude gab bei Union Berlin in dieser Partie. Also fand ich vom Offensivspiel her was die beste Union-Leistung in der Saison tatsächlich. Und Yunus Malí war da eben ganz wichtiger, Marius Bülter sowieso, also nicht nur, dass er dieses wahnsinnig tolle Tor gemacht hat und das von Gentner vorbereitet hat, mit dem Pass vor dem Assist war es, glaube ich, sondern auch einfach in der Positionierung, unglaublich mutig, immer genau an den Stellen, wo du dir als Leverkusener denkst, oh, das gefällt mir jetzt gar nicht, dass jetzt jemand hier gerade wieder in dem Raum rumläuft, da müssen wir jetzt drauf reagieren. Das hat Union wirklich, wirklich gut gemacht und Leverkusen seinerseits relativ früh umgestellt, also erst mit einer Fünferkette gestartet, also am Anfang war es so ein bisschen eigentlich gespiegelte Formation, hat aber nicht gut genug funktioniert, dann auf Viererkette sehr früh umgestellt, die beiden Bender-Zwillinge dann als Doppelsechs, Amiri als Zehner, dann wurde es, so wirklich besser wurde es nämlich dann gar nicht. Ich wollte gerade dazu ansetzen, aber wenn es nicht diese Schlussphase gegeben hätte, und ich glaube, für die gibt's Gründe, also ich glaube, dass da Kraft eine Rolle gespielt hat, das hat auch Peter Boss danach gesagt, dass man darauf auch ein bisschen gesetzt hat, dass Union das nicht würde durchhalten können. Und dann hat er, glaube ich, auch dazu gehört, dass Union da tatsächlich die Ketten nicht mehr eng aneinander standen. Also Volland lässt sich zwischen die Ketten fallen und zwar in eigentlich allen Szenen, in denen es dann gefährlich wird. Die einzige Ausnahme ist dann das Tor. Das war so eine Szene, in der sich Union einfach nicht befreien kann und dann Bellarabi einen Doppelpass spielt. Und dann fällt ja dieses Tor eigentlich auch nicht, weil er eher, also Giekiewicz macht die kurze Ecke auf und dann geht er beide auch rein. Also dann schon Kategorie Torwartfehler eher. Aber wenn das ein Spieler planen kann, sorry, dass ich da einhake, aber wenn das ein Spieler planen kann, ist natürlich Bellarabi. Ne? Also müssen wir auch mal sagen. Also ja, weil der schießt halt immer aufs Tor, egal aus genau. welchem Winkel. Ganz genau. Also, aber das fand ich eben so interessant. Es hat halt auch tatsächlich einen Fehler quasi in Unionsspiel gebraucht. Nämlich eben zum einen, dass die linke Seite dann einfach in der Rückwärtsverteidigung nicht mehr gepasst hat und dass die Abstände im Zentrum nicht gepasst haben, was ganz selten ist. Also, dass das wirklich mal passiert, das hat man so bei Union kaum gesehen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass Gentner da nicht mehr auf dem Feld stand, weiß nicht, welche Rolle er da spielt. Und dann hat das Volland aber auf der anderen Seite auch super gemacht. Volland lässt sich fallen, Volland wird angespielt und Volland spielt dann einmal den tollen Chipball, einmal schießt er, glaube ich, einmal steckt er nochmal durch und dann gab es mehrere sehr gute Chancen. Eine, die halt eigentlich gar keine Chance war, war drin.
Und so verliert es dann Union. Aber insgesamt war das jetzt, und man hat ja den Luxus, dass man jetzt nicht jedes Spiel gewinnen muss, auch wenn es natürlich schon wäre, aber 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ich finde, diese 9 Punkte sind genau für solche Spiele da, dass du jetzt nicht dran verzweifeln musst, dass du das verloren hast, obwohl du so gut warst, sondern dass du sagen kannst, okay, nervt, aber meine Güte, waren wir gut. Und jetzt muss man noch das Quäntchen, noch ein paar Schräubchen noch ein bisschen drehen und dann reicht das ja. Im Übrigen ist ja die, weil du sagtest, einerseits Kraftfrage, andererseits Kompaktheit zwischen Linien, das ist ja auch ganz häufig eine Kraftfrage, ne? Genau, dann, genau, ja. Genau, der Laufer, der für die Kompaktheit notwendig ist, nicht mehr rechtzeitig geliefert wird. Ja, und ein bisschen war es aber, glaube ich, auch schwierig, weil das ist jetzt so ein, einfach nur gefühlt aus meiner Beobachtung, aber ein bisschen waren die auch überdreht. Also die haben sich quasi auch an den eigenen Torchancen berauscht und deswegen, also da gab es schon vorher Momente, wo die Ordnung nicht ganz gepasst hat. Es wurde halt nur von Leverkusen auch nicht so gut attackiert, wie dann eben in der Schlussphase und vor allem in der letzten Viertelstunde. Aber ich hatte das Gefühl, das war auch so, wie es eben passieren kann. Du spielst zu Hause, du machst ein super Spiel, du fängst ein wahnsinnig ärgerliches 1:2, gleichst das dann aus in der 87. Minute mit einem Traumtor und dann denkst du dir, okay, geil, jetzt packen wir sie uns. Tack. Ja, einschränken noch zu Unionsleistung. Also es gehört immer noch dazu mit den langen Bällen und so, auch dass alle Standards in den Strafraum gespielt werden und dass der Rhythmus viel gebrochen wird. Also das sind immer noch Elemente, die eine wichtige Rolle spielen. Das ist mir gerade nochmal wichtig, das zu sagen. Nicht, dass wir jetzt glauben, wird jetzt hier... Ja, das stimmt schon. Also es ist schon weiter, es ist schon noch Union Berlin, da hast du schon recht. Und das mit der Unterbrechungen, das ist tatsächlich auch einer der Punkte, wo ich in dem Punkt, ich bin nicht kategorisch gegen Pyrotechnik und so weiter, aber in dem Punkt war es wirklich saudämlich, dreimal für Unterbrechungen zu sorgen. Denn du hast deutlich gemerkt, dass das, was Leverkusen gebraucht hat, war Sicherheit in der Ballzirkulation. Union mal laufen lassen, mal irgendwie versuchen, einen strukturierten Ballvortrag zu bekommen. Und dann hatten sie es irgendwie gerade so ein bisschen hin und dann war das Spiel wieder unterbrochen. Und dann haben sie sich wieder rangetastet und dann war das Spiel wieder unterbrochen. Also liebe Leverkusen-Ultras, Ahnung von Taktik habt ihr nicht oder es war euch egal. Eins von beiden. Aber in dem Spiel fand ich es echt irre, wie das der eigene Mannschaft geschadet hat. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur effektive Spielzeit gesehen. Ich weiß gar nicht, wie sich da die Dynamik verändert hat. Aber noch eine Sache zu Leverkusen. Zweites Spiel, glaube ich, gewesen von Tapsoba, dem linken Innenverteidiger. Sehr, sehr stark, finde ich. Also sowohl im Zweikampf als auch in der Eröffnung. Gute Verpflichtung, lag für mich absolut nicht auf der Hand, aber ist wirklich ein guter Spieler. Also man hat sich da jetzt schon gut eingefügt, finde ich. Ja, finde ich auch völlig korrekt, den nochmal hervorzuheben. Hat ja auch schon gegen Dortmund gutes Spiel gemacht und vor allem war der halt sehr sicher in all seinen Aktionen. Und das ist ja nicht unbedingt jetzt zu erwarten, vor allem auch bei einem Auswärtsspiel an der alten Försterei. Also da kommen schon viele Faktoren miteinander. Und Lars Bender war so ein bisschen mein Held des Spiels auf Leverkusener Seite, einfach weil der so viele unterschiedliche Positionen gespielt hat, alle davon mit einer Selbstverständlichkeit. Ich meine, er hat natürlich auch die Fähigkeiten, das zu machen, aber es ist immer wieder schön zu sehen, einfach, dass es halt solche, also dass solche Spieler heutzutage noch den Unterschied machen können, obwohl ja so viele inzwischen polyvalent sind und so viele eigentlich ein Spielverständnis haben wie, also ein sehr gutes Spielverständnis. Finde ich, hat man bei Lars Bender nochmal gemerkt, nee, bei dem macht es schon mal nochmal besonders einen Unterschied, ob der jetzt dann eben rechts außen spielt oder ob der auf der 6 spielt, der findet immer einen Zugriff auf das Spiel. Vor allen Dingen, weil er, glaube ich, vor dem 1-1 sogar angekündigt hat, dass er den langen Ball auf Havertz verlängert. Hatte Havertz gesagt nach dem Spiel. Okay, das ist natürlich schon schon fast hellseherisch, aber ja, hätte man auch besser verteidigen können, davon abgesehen, aber ja, trotzdem gut, guter Spieler. Na gut, er hat halt dadurch, dass Bender sich vorgeschoben hat in die letzte Kette, hat er dann, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, waren da 3 Leverkusener gegen 3 Unioner und dann musst du halt in Anführungszeichen nur ein Kopfballduell gewinnen und jemand anderes hat einen Geschwindigkeitsvorteil und Havertz war die Fußspitze schneller. Havertz hat sowieso ein sehr, sehr gutes Spiel auch gemacht und also sehr, sehr spielintelligent einfach, dieser Auftritt von Leverkusen und dann in der Summe zwar glücklich, dass man das so gewonnen hat, aber für den neutralen Beobachter, meine Güte, war das irgendwie ein nettes Spiel. Da gab es noch andere in diesem Spieltag.
Das stimmt. Und es hätte wirklich den Ausgleich von Giekiewicz verdient gehabt, muss ich sagen. Also da ist so eine Szene, da geht natürlich jedem das Herz auf, wenn der Torwart zweimal zum Abschluss kommt in der Nachspielzeit nach einer Ecke. Schade, wäre schön gewesen. 98. Minute, ja. In der Tat. Es sollte nicht sein. Für den ersten FC Union geht es jetzt dann nach Frankfurt, bevor man zu Hause gegen Wolfsburg spielt und dann ja in Leverkusen Rache nehmen kann im DFB-Pokal. Wer weiß, wie das dann ausgeht im Viertelfinale. Leverkusen seinerseits spielt jetzt zwei Heimspiele und zwar gegen Porto und gegen den FC Augsburg. Hat unter anderem zu lustigen Szenen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel geführt, als ein portugiesischer Reporter die allererste Frage nicht zum Spiel gestellt hat, sondern zum FC Porto. Und Peter Boss dann ein bisschen irritiert, ob dessen war. Dann lasst uns auf ein anderes unterhaltsames Spiel schauen. Auch aus taktischer Sicht unterhaltsam muss es ja, denn es war Alfred Schreuder beteiligt. Wir sprechen über die TSG aus Hoffenheim und den VfL Wolfsburg. Dreimal trifft Wout Weghorst im Auswärtsspiel in Sinsheim, zweimal davon per Elfmeter. Die TSG stellt nach einer schwachen ersten Halbzeit auf ein 4-3-3 um und spielt dann besser. Am Ende reichen aber die Tore von Baumgartner und Kramaric nicht und so verliert die TSG mit 2-3 und Wolfsburg hat einen ganz wichtigen Dreier geholt, denn die liegen jetzt nach diesem Spieltag mit 31 Punkten auf Platz 9 und haben so halbwegs den Anschluss gehalten. 5 Punkte Rückstand sind es jetzt auf Tabellenplatz 6, der ja für die Europa League reicht. Martin, wie hat dir dieses Spiel gefallen? Wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Als Taktik-Fuchs muss dir da doch das Herz aufgegangen sein. Also der Downer waren natürlich, wie die Tore gefallen sind. Also mit so einem schnöden Elfmeter kannst du nichts anfangen, ne? Naja, dreimal direkt und dann auch noch so ein Quatsch-Elfmeter mit so Handspiel aus 2 Metern. Ne? Naja, kein Fan der aktuellen Handspielregelung. Aber ja, und dann auch das Siegtreffer, Konter nach einer Ecke, das ist so. Aber das war ein wunderschön ausgespielter Konter, oder? Ja, wo einfach alles gepasst hat. Pass auf, aus Trainersicht bereitet man ja so ein Spiel vor, dass man sich überlegt, wie spielen wir die aus, wie können wir den Ball kontrollieren, wie können wir den Ball erobern, wo können wir angreifen, wo können wir einen freien Spieler kreieren, welchen Spieler wollen wir in welche Position bringen, was können wir machen um das und dann hast du nicht nur einen Konter, du hast nicht nur einen Konter nach einer Standardsituation, sondern du hast auch noch die Mannschaft trifft, die nicht die Standardsituation hatte. Das heißt, die Mannschaft, die sich die Standardsituation rausgespielt hat, vielleicht mit einem guten Angriff auch noch, die wird dafür auch noch bestraft, weil die anderen einfach einen Konter dann da spielen. Ja, wenn sie halt den Konter nicht gut verteidigen. Ich hätte nie gedacht, dass du dich darüber so echauffieren kannst. Das ist ja maximal. Nee, ich echauffiere mich ja nicht darüber, dass die das gemacht haben oder so, sondern einfach nur, dass das grundsätzlich ist das die Art und Weise, die am weitesten weg vom restlichen Spielverlauf ist. Wenn die Mannschaft, die eine Standardsituation zugelassen hat, dann durch diese Standardsituation trifft. Das ist einfach eine Umkehrung der Spiellogik. Deshalb bin ich da immer sehr skeptisch solchen Toren gegenüber. Können aber manchmal auch lustig sein. Aber über welches Spiel reden wir nochmal? Hoffenheim-Wolfsburg. War ein interessantes Spiel, aber irgendwie nicht. Ich kann es gar nicht so richtig auf den Punkt bringen, weil da so viele Sachen passiert sind und auch das Kräfteverhältnis gefühlt so viel rumgewechselt hat. Hoffenheim relativ ambitioniert darin, den Ball zu halten. Wolfsburg sehr ambitioniert darin, den Ball zu gewinnen, hat sich dann so ungefähr die Waage gehalten, dass sie immer wieder versucht haben, Lösungen zu finden. Ich fand auf beiden Seiten nicht top. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich finde, Wolfsburg ist ein bisschen jetzt mit im 4-2-3-1 etwas zurückhaltender, als man das gewohnt war schon mal. Das 3-4-3 gefiel mir da in rein aus Pressing-Hinsicht ein bisschen besser. Und Hoffenheim haben ihrerseits nicht durchgängig irgendwie Top-Lösungen gefunden, aber hier und da mal und insgesamt dann schon ganz ordentlich im Ball gehalten. Deswegen war es so, weder Fisch noch Fleisch, einfach ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei taktisch recht guten Mannschaften. Konnte man sich ganz gut angucken, aber ich hab nicht so richtig Bullet Points zu dem Spiel, ehrlich gesagt. Arne, was steht auf deinem Zettel?
Zettelerne. Er geht mir ganz ähnlich. Also es war schwer zu greifen, was da passiert ist. Also natürlich die Dinge, die man sonst auch sieht, auch bei Hoffenheim sonst beobachten kann, die hat man jetzt auch gesehen. Paar ganz gute Eröffnungen von Hübner, Grilic, der auch ein paar ganz gute Aktionen hatte und Angriffe eingeleitet hat. Ja, die Elfmeter, spielen dann natürlich auch für die Dynamik des Spiels dann eine große Rolle. Ihr habt eben über das 3-2 gesprochen, also da hat es mich wirklich auch geärgert, dass dieses Tor fällt, also jetzt nicht, weil ich irgendwie mit einer der beiden Mannschaften mehr sympathisiere, sondern einfach, weil ja das absehbar war, was da passiert, also die Laufwege waren ja relativ klar vorgezeichnet und Samaseku muss einfach das Abseits stellen, also der stand irgendwie 2-3 Meter weiter hinten und dann war es klar, dass Weghorst dann angespielt werden kann von Schlager und dann auch trifft, so, also das war dann tatsächlich ärgerlich, dass so eine Aktion dieses Spiel entscheidet, weil beide da auch ihre Momente hatten in der Partie und es wogte halt wirklich hin und her. Aber Wolfsburg am Ende, ja, als Sieger jetzt, ist, denke ich, schon okay. Also ich habe gerade nochmal geguckt, XG-Wert liegt bei 3,4. Das habe ich im Spiel jetzt nicht so wahrgenommen. Es lag wahrscheinlich an den Elfmetern. Ja. Naja. Also wir sind schon ganz schön geile Sofa-Trainer, das muss man echt mal sagen. Da spielt eine Mannschaft einen wunderbaren Konter, der schöner nicht gespielt werden könnte. Und wir regen uns darüber auf, dass da irgendjemand nicht auf Abseits gestellt hat, was wir natürlich sofort gemacht hätten, wenn wir gespielt hätten. Und dass das der Spiellogik nicht folgt. Aber gut. Ich bin kein Sofa-Trainer. Ja, stimmt, du bist ein richtiger Trainer. Aber stimmt, du darfst sowas sagen. Also was ich interessant war... Ja. Sorry, ich wäre der Spieler gewesen, der auch das verplant hätte, dann den Stürmer ins Abseits zu stellen, also nur noch zur der Vollständigkeit halber. Und ich hätte nicht mehr auf dem Spielfeld gestanden. Seien wir so ehrlich, wie es notwendig ist. Was ich interessant fand bei diesem Spiel war, also zum einen, dass wirklich jede Mannschaft, die gegen Wolfsburg spielt, muss sich darauf einstellen, dass die mit Gilavogi, Arnold und Schlager ein so körperliches Mittelfeld aufstellen, dass du darauf reagieren musst. Und dann spielst du halt mit Grilic, Rudi und Samaseku, wo du ganz gechillt auch eine Dreier-Sechs stellen könntest, war aber nicht so ausgelegt. Aber das fand ich interessant und das hat auch ganz gut geklappt. Interessant fand ich darüber hinaus, dass Hoffenheim die totale Dominanz in der Luft hatte, also Benjamin Hübner, 7 Kopfballduelle gewonnen, Samaseko hat im Mittelfeld ganz viele hohe Bälle gewonnen. Das heißt, dieses Mittel war relativ früh für Wolfsburg keines der ersten Wahl. Spielen sie sowieso nicht so gerne, also unter Labbadia war das ja viel häufiger der Fall. Aber das fand ich interessant, weil damit hatten schon andere Gegner Probleme. Und dann war auch dieses Spiel wieder ein perfektes, um zu zeigen, dass du einfach, wenn du aus einer Dreierreihe heraus angreifst, in der Regel irgendwie Platz auf dem Flügel bekommst, aber nicht im Zentrum. Das macht Wolfsburg ja auch generell sehr gut zu, eben mit den drei genannten Spielern. Und dann wird halt wieder geflankt, geflankt, geflankt. 20 waren es auf Seiten der TSG, 5 davon sind angekommen, was halt bei einer Innenverteidigung mit Knoche und Brooks dann auch nicht so wirklich verwundert. Das ist mir in diesem Spiel aufgefallen. Und dann die Umstellung zur zweiten Halbzeit, das ist so, es ist ein bisschen typisch Alfred Schröder, dass er mit einer Umstellung ein Spiel dann besser macht für die TSG. Vor allem auch die zweiten Halbzeiten sind in den Auswärtsspielen noch wichtiger für Hoffenheim, aber auch zu Hause merkt man das immer wieder. Und dann hat mir da vor allem Baumgartner stark gefallen. Also nicht nur, weil er jetzt das Tor geschossen hat, sondern er hatte einfach sehr viele Aktionen, der hatte sehr viel, also der war immer wieder in Räumen, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Vielleicht lag es auch daran, dass ich dieses Spiel mit französischem Kommentar gesehen habe und deswegen mich nicht auf den Kommentar verlassen konnte. Aber immer wieder dachte ich mir, huch, was macht er denn da? Ich fand es auch kreativ, Sko mal auf rechts vorne zu sehen, also hat er jetzt nicht komplett gespielt, aber durchaus war er zwischenzeitlich mal auf rechts außen zu sehen, fand ich auch halbwegs kreativ. Er hätte natürlich der Theorie nach dann mal reinziehen können und auch mal mit seinem starken Fuß abziehen, also als Inverse-Winger. Hat er jetzt auch nicht ausgeübt tatsächlich, aber das ist vielleicht tatsächlich auch das Prägende von diesem Spiel, dass es so ein Spiel des Potenzials war. Also rein theoretisch hätten ganz viele Dinge passieren können und ich glaube, die Trainer haben sich auch jeweils sehr viel überlegt. Umgesetzt wurden dann davon aber irgendwie halt andere Dinge. Also es sind halt Elfmeter zustande gekommen und es gab halt diesen Konter, der uns alle eher so ärgert, obwohl er so schön war. Und das passt irgendwie auch, finde ich, super zu beiden Mannschaften. Und das hätte auch ein 3-3 werden können. Jetzt ist es halt ein 3-2 für Wolfsburg gewonnen.
Aber ich weiß nicht, also mich hinterlässt dieses Spiel eigentlich im selben Gemütszustand, in dem ich angefangen habe, dieses Spiel zu gucken, aber ich fühlte mich gut unterhalten. Das ist die Hauptsache, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass es darum die Mannschaften geht. Hat es dem Max gefallen? Frage, ich habe nicht so viel Hoffenheim gesehen diese Saison bis jetzt. Mhm. Ich finde das so strange, dass Rudi und Summer Seku die Achter spielen und Grilic den Sechser. Mhm. Ja. Grilic natürlich mega als Sechser. Das Ding ist, Summer Seku und Rudi sind auch mega als Sechser. Und Grilic ist von allen dreien eigentlich der prädestinierteste Achter tendenziell. Also Summer Seku hat jetzt die ganze Zeit in Salzburg immer Sechser gespielt. Ja. Rudi aufgeblüht total auch als Sechser in Hoffenheim. Und dann spielen die beiden ausgerechnet Achter. Hat mir jetzt auch gegen Wolfsburg, also da hat eben gerade Baumgartner dann schon noch mal was anderes reingebracht, der ein bisschen offensiverer Spieler ist, der dann mehr in Zwischenlinienraum, mehr vorne reingehen kann. Während halt Rudi und Summer Seku dann halt eher auch in Richtung Ballzirkulation denken und eher zum Ball kommen, eher verlagern oder nach hinten spielen und halt nicht keine einfach definitiv keine Offensivspieler sind vom Naturell. Wie seht ihr das generell, die Konstellation da bei Hoffenheim? Ich weiß nicht so richtig, wie also ich habe ja bewerten ist. Alle 22 Spiele von Hoffenheim in dieser Saison gesehen. Logischerweise, weil ich ja immer alle Spiele sehe und kann dir deshalb sagen, du hast mit allem, was du gesagt hast, völlig recht. Ich finde, dass man gerade bei Rudi in dem Spiel auch gesehen hat, dass es nicht gut funktioniert hat. Er wurde ja dann auch ausgewechselt. Das fand ich durchaus nachvollziehbar und das ja schon zur zweiten Halbzeit. Also da hat Schreuder drauf reagiert. Aber du musst wissen, dass Hoffenheim unter Schreuder alles schon mal gespielt hat. Also und jeder Spieler, jede Position im Grunde. Außer Baumann Mittelstürmer, das ist das Einzige. Aber wirklich, es gab jede Kombination. Rudi hat schon mit Grilic hinten in der Dreierreihe gespielt. Rudi hat auch schon in der Doppelsechs gespielt. Rudi hat auch schon die alleinige Sechs gespielt. Summer Seku hat schon neben Rudi gespielt. Summer Seku hat schon neben Grilic gespielt. Es hat schon Akpo Buma vorne links außen gespielt. Und das ist jetzt kein Witz. Also ja, habe ich gehört. Also das ist tatsächlich das Markenzeichen von Alfred Schreuder, dass ihm angestammte Positionen als Floske jetzt völlig egal sind, sondern er einfach das komplett anders macht und dass das mal besser und mal schlechter funktioniert. Ich fand auch, dass man in dem Spiel gesehen hat, dass es in Teilen nicht funktioniert hat und ich habe es mir halt so erklärt, dass ich mir dachte, okay, er möchte einfach mit Grilic, Summer Seku und Rudi drei halbwegs zweikampfstarke, aber auch pressingresistente Spieler gegen Schlager, Gelavogi und Arnold setzen. Vor allem Schlager ist ja derjenige, den du aufnehmen musst. Das hat ja dann am häufigsten auch Grilic gemacht. Ich vermute, dass daher die Überlegung kam. Aber ich gebe dir schon recht, dass man da auch Probleme gesehen hat in der Konstellation. Ja, gegen Freiburg war es schon die gleiche Konstellation. Ja, bisschen komisch. Das ist Hoffenheim im Jahr 2020, das kann ich dir echt sagen. Also es ist immer was los und man muss so konzentriert bleiben bei diesen Spielen von Hoffenheim, weil auch wirklich viel passiert, das muss man sagen. Und beziehungsweise in den Auswärtsspielen nicht, Auswärtsspiele verlaufen alle ähnlich. Hoffenheim wartet, 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 tief, 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 kein hohes Angriffspressing. Und in der zweiten Halbzeit dann, wenn sie wissen, die Gastgeber müssen beim Stand von 0-0 meistens dann mehr Risiko gehen, dann rücken sie raus, dann wechselt er nochmal offensiv. Einzige Problem ist, wenn sie 0-1 hinten liegen, dann geht es manchmal nicht gut, weil dann muss Hoffenheim aktiver werden und das können sie noch weniger gut als das Reaktive. Aber die Auswärtsspiele folgen eigentlich oft demselben Muster und die Heimspiele sind, da sind ja auch schon die lustigsten Sachen passiert. Mainz 05 gewinnt da 5-0 zum Beispiel. Also lustig jetzt in Anführungszeichen für alle Hoffenheim-Fans da draußen. 5-1 war es natürlich, meine Güte. Für Hoffenheim geht es jetzt dann nach Gladbach. Da können wir ja dann mal sehen, ob das wieder so ein typisches Auswärtsspiel wird, bevor man dann zu Hause den FC Bayern empfängt, gegen den man dann schon zum dritten Mal spielt. In dieser Saison der VfL aus Wolfsburg wird jetzt dann zu Hause gegen Malmö antreten und dann seinerseits gegen Mainz 05 spielen. Das sind die nächsten beiden Spiele dieser Vereine und Hoffenheim liegt aktuell 2 Punkte vor Wolfsburg auf Platz 8, weil man eben keine Punkte sammeln konnte. Damit kommen wir jetzt zum Schwerpunkt dieser Sendung
und zum Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern. Und wenn du nach 12 Minuten mit 3 Toren zurückliegst, kann es ein ganz bitterer Nachmittag für dich werden gegen eben jenen FC Bayern. Der wurde es dann aber nicht, und das obwohl eben Lewandowski, Coman und Gnabry schon sehr früh treffen, aber die zweite Halbzeit verläuft irgendwie komplett anders. Es steht dann am Ende ein 4:1 nach dem Treffer von Marc Uth und einem zweiten Treffer von Serge Gnabry auf dem Zettel, aber das Spiel hatte eine komplett andere Dynamik. Auf den FC wollen wir gleich noch genauer blicken, deswegen Arne, lass uns mal kurz mit der Perspektive auf die Münchner beginnen. Wie erklärst du dir denn den Unterschied bei den Bayern zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit? Das kann man natürlich leider nicht vom Gegner auch lösen. Natürlich ist es so, dass Bayern sehr wach und sehr konzentriert in dieses Spiel reingegangen ist und sofort jeden sich bietenden Raum irgendwie ausgenutzt hat und auch die Abschlussaktionen dann so zu Ende gebracht hat, dass Tore gefallen sind. Also wie Lewandowski das 1-0 erzielt aus dem Winkel mit links, sehr gut und auch schlecht verteidigt, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ist natürlich auch eine psychologische Sache, ne? Also diese Komponente dürfen wir, glaube ich, bei der Bewertung dieses Spiels jetzt nicht komplett von der Hand weisen, denn es war nicht so, dass der FC jetzt in der zweiten Halbzeit dann auf einmal komplett über sich hinausgewachsen ist und die Bayern dominiert hat. Also ich glaube einfach, das war dann auch bei den Bayern abgehakt, so in sich irgendwie das Spiel. Es stand 3-0, es stand dann 4-0 und dann ist man vielleicht auch nicht mehr mit der allerletzten Konsequenz zu Werk gegangen. Aber also man hat schon eklatante Unterschiede feststellen können in der ersten Halbzeit in allen wichtigen Parametern des Spiels. Und das hatte sich dann in der zweiten Halbzeit gewandelt, was auch an den Bayern lag, aber in erster Linie dann auch am FC, der dann ein relativ normales Leistungsniveau erreicht hat. Bei der Qualität, die Bayern dann in der letzten Linie hatte, mit Gnabry, der sehr gut aufgelegt war, mit Müller 2 Assists, dann ist es, glaube ich, nur normal, dass diese Mannschaft sich gegen einen Abstiegskandidaten dann auch so früh, so hoch durchsetzt und das Spiel dann auch gewinnt am Ende. Aber auf der anderen Seite finde ich schon erstaunlich, also klar, das stimmt natürlich alles, was du sagst, dass der FC deutlich besser gespielt hat in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem muss man ja nicht ständig Schüsse zulassen, bei denen nur noch Manuel Neuer den FC am Torerfolg hindert. Und also ich fand das schon erstaunlich, dass es, also das hat man ja auch schon jetzt häufiger gesehen, aber es reicht anscheinend schon, dass Bayern nicht mehr in derselben Konsequenz ins Gegenpressing und ins Pressing generell geht. Und dann sind Bälle in die letzte Linie möglich. Und in dem Fall waren sehr häufig, dass dann Bälle zwischen beide Innenverteidiger, da waren die Lücken relativ groß. Das ist doch schon relativ erstaunlich einfach, finde ich, gegen den FC Bayern da. Ich fand es ganz, ich will nicht sagen, ich habe das kommen sehen in der ersten Halbzeit, aber ich fand es in der ersten Halbzeit sehr, sehr auffällig, dass Bayern ungewöhnlich weit aufgefächert presst. Also sie hatten im Pressing sehr, sehr große Abstände und ich dachte so, kann man das so spielen oder kann das nur Bayern so spielen, weil die dann so dominant sind in individuellen Duellen. Schwierige Sprache. Individuellen Duellen und in der Absicherung der Tiefe und so weiter und so fort und auch vor allem darin, zweite Bälle unter Kontrolle zu bringen. Das ist so ein sehr häufig unterschätzter Faktor, wenn es einmal um lange Bälle geht, dass in dem Moment, wenn du den zweiten Ball sicherst, dass du ihn, wenn du den halt unter Kontrolle bringen kannst, ganz schnell mit einer Technik wie ein Thiago, ist es viel leichter, einen zweiten Ball nicht nur zu gewinnen, sondern auch ihn endgültig zu gewinnen und ihn dann nicht nochmal zu verlieren, als wenn du das halt nicht kannst. Und ich fand es dann in der zweiten Halbzeit, dass das auch ein großer Faktor war, dass die dann in der, ich müsste es nochmal ganz genau angucken, um die einzelnen Szenen auseinanderzunehmen, aber ich glaube, Köln hat zum einen die langen Bälle besser, ein bisschen besser gespielt. Zum anderen hat Bayern war halt nicht mehr so konsequent auf diese zweiten Bälle und in den physischen Duellen. Also der Raum war in der ersten Halbzeit schon da, hat Köln halt nur überhaupt nicht geschafft, irgendwie auszunutzen, sondern die haben mussten dann immer lang spielen und haben die langen Bälle alle sofort verloren. So. Und in der zweiten Halbzeit hatten sie dann da mehr Zugriff auf die zweiten Bälle.
Ja, das stimmt natürlich mit dem breiten Pressing, was ja überraschend ist gegen so eine Doppelsechs wie Hector und Skiri, die dann auch mal so eine Lücke attackieren können und sich vielleicht auch aus einem ersten Pressing, also vor allem Hector, rausdrehen können und dann diesen Pass spielen können. Also es ist jetzt natürlich nichts passiert und es ist vielleicht auch menschlich und nachvollziehbar, dass du eben gerade nach so einer hohen Führung, und es gab ja noch weitere Chancen, also Gnabry schießt an die Latte, nachdem er Horn schon ausgespielt hat, Thiago vergibt die eine oder andere Chance, also das fühlte sich ja auch noch nach mehr als nur einem 3:0 an für die Bayern. Ich finde das schon nachvollziehbar, aber es ist interessant, weil es halt jetzt wirklich ein Muster in den Spielen gibt bei Bayern, dass man eben die Konsequenz irgendwann vermissen lässt. Und das wurde halt jetzt noch nicht schlimm bestraft, vielleicht am ehesten noch von Leipzig, die eine bessere zweite Halbzeit gespielt haben, als Bayern die erste Halbzeit gestaltet haben und dann man da fast glücklich mit einem 0-0 rausgeht. Aber gegen Hoffenheim fängst du eben an, im DFB-Pokal zu wackeln. Gegen Mainz 05 kommst du zwar mit einem 3:1 nach Hause, es war aber nicht so deutlich, wie es aussieht. Das heißt, im Grunde ist das doch genau das, was man jetzt verändern wollte. Das hat ja auch Hansi Flick unter der Woche gesagt. Wir wollen keine Nachlässigkeiten zulassen. Und das passiert eben dennoch wieder. Also, ja, naja, als er das gesagt hat, hat er nicht gewusst, dass sie zur 12. Minute 3:0 führen. Also wollte er dann doch. Ja, aber ja, okay, klar, stimmt natürlich. Aber auf der anderen Seite, also wenn. Ich habe das auf Twitter gelesen und ich fand das einen sehr richtigen Kommentar. Stellen wir uns einfach mal vor, dieses Spiel wäre unter Niko Kovac so gelaufen. Wie würden wir jetzt dann darüber sprechen? Würden wir das nicht viel kritischer sehen? Ich glaube, wenn es 4:1 steht am Ende, würde ich sagen, nein. Ja, so ganz, ganz kurz nochmal. Ich will das nochmal kurz einschieben. Wenn wir uns allein die erste Halbzeit angucken, also wirklich so um die 20. Minute herum, wo wirklich gar nichts ging beim 1. FC Köln und Gnabry dann noch den Pfosten trifft und so weiter und so fort und Thiago komplett die Sterne vom Himmel gespielt hat in der Anfangsphase. Mhm. Also ich habe mir tatsächlich überlegt, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann gibt das hier 7 oder 8 Gegentore für den 1. FC Köln, aber locker flockig. Und dann Bayern München sagt, beziehungsweise die Spieler diese psychologische Komponente irgendwie drin haben, okay, das Ding ist jetzt geritzt, hier kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja, man kann natürlich drüber diskutieren, aber wenn die das konsequent zu Ende spielen über 80 Minuten, dann wird das halt richtig krass für den FC. Also von daher, es geht 4:1 aus, alles cool, Neuer, paar Mal gehalten, okay. Aber da muss man jetzt auch nicht anfangen, irgendwie um jetzt da das in einen größeren Zusammenhang einzubetten. Dafür war das Spiel in der Anfangsphase einfach zu deutlich geführt. Also das habe ich auch wirklich selten gesehen, dass eine Mannschaft so überlegen war. Ja. Ich fand es auch in der ersten Halbzeit gerade schon beeindruckend, wie sauber Bayern das spielt. Also da sitzt einfach, wie die Pässe einfach gespielt sind. Und vor allem in der ersten Aufbauphase wird so viel über Ablagen gelöst, das ist so ekelhaft zu verteidigen. Deswegen war es, glaube ich, auch so, dass Gisdol hat sich bestimmt wieder vorgenommen, dass er da hochpressen will und Druck machen und so. Nimmt sich Gisdol, glaube ich, immer vor. Aber Bayern ist, sobald einer angelaufen wird von Bayern im Aufbauspiel, Innenverteidiger, Außenverteidiger, fällt einer zurück, Steilpass in Fuß, Ablage, super sauber, einmal die erste Pressinglinie hin und her geschoben, Gegner muss sich neu orientieren, Pressing kaputt. So. Und das einmal nach dem anderen, teilweise Sechser spielt vertikal auf den Zehner, der Zehner spielt eine Ablage diagonal auf den Innenverteidiger zurück, so ein Zeug. Es ist einfach zack, 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 einfach super sauber da durchgespielt, das war schon sehr beeindruckend. Habe ich selten eine Mannschaft so sauber durchspielen sehen gegen einen anlaufenden, gegen den Gegner, der zumindest versucht hat anzulaufen. Und dann auch immer sehr gut auf die andere Seite gekommen, im richtigen Moment auf den Stürmer gespielt, bla bla bla, alles wirklich sehr clean. Okay, ich sehe schon, ich glaube, ich bin zu überkritisch. Könnte auch daran liegen, ich habe wegen Staus tatsächlich die ersten 10 Minuten verpasst, weil ich dann auf den Doppelpass zurückgefahren bin und hatte vergessen, die Programmierung zu machen. Das vergesse ich nie, aber an diesem Spieltag ist es mir passiert. Wahrscheinlich sind das genau Ich habe es zur 6. Minute eingeschaltet. Ja, guck an. Ich habe zur 12. Minute ausgeschaltet. Okay, also im Grunde hat hier niemand irgendwas gesehen, aber wir wissen, es war dann doch eigentlich alles ganz gut. Wir haben ja auch schon ein paar Spiele von schon gelobt. Gnabry natürlich 2
Tore, ein Lattentreffer, insgesamt 7 Abschlüsse und 3 Torschussvorlagen. Müller schon wieder 2 Assists, steht jetzt bei insgesamt 14 in der Liga. Der Kevin De Bruyne Bestwert liegt, glaube ich, bei 22, wenn ich mich richtig erinnere, hatte noch 4 weitere Torschussvorlagen zu diesen 2 Assists und selbst 4 Abschlüsse. Und dann eben Thiago, der ja laut Kicker jetzt um seinen Vertrag spielen muss, spielt gerade unglaublich gut. 91% Passquote, 4 Torschussvorlage, 2 Schüsse, hatte 4 gewonnene Dribblings. Und im Grunde sind die Zahlen eigentlich gar nicht das, was ausdrücken, was er in dem Spiel gemacht hat. Thiago hat so oft den Raum attackiert, in dem es Köln richtig, richtig wehgetan hat. Mal mit einem Dribbling, mal mit einem Doppelpass, mal einfach nur mit einer Körpertäuschung, indem er seinen Gegenspieler in den Raum reinschickt und dann sagt, ja danke, ich wollte aber eigentlich in die andere Richtung spielen. Wir gucken einfach jetzt beide meinem schönen Diagonalball hinterher. Der hat richtig schön gespielt. Und Neuer durfte auch noch was halten. Man kann es ja auch positiv drehen und kann sagen, hey, Manuel Neuer durfte sich mal wieder auszeichnen. Fand ich übrigens in der ersten Halbzeit auch bemerkenswert, weil dieses Pressing so aufgefächert war, dass es da schon ziemlich viele Situationen gab, wo Neuer nicht nur einen langen Ball abgefangen hat, sondern auch in so strange Situationen den Ball abgefangen hat, wo andere Torhüter den Ball nicht abfangen, weil sie noch ein bisschen tiefer stehen. Ich habe kurz überlegt, ob das quasi eine Einbindung von Neuer ist, dass man sagt, man gibt dem Gegner quasi ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Raum in der letzten Linie, hinter der letzten Linie, weil wir darauf spekulieren, Neuer kontrolliert sowieso mehr Raum, wenn der Ball, selbst wenn der Ball nur so ein bisschen hinter die letzte Linie kommt, kommt einfach Neuer raus und kontrolliert dann den Ball wie ein dritter Innenverteidiger sozusagen. Also er ist quasi der sehr, sehr weit gestaffelte letzte Innenverteidiger, Neuer. Genau, genau. Libero sozusagen. Also ist er ja so quasi aber dann auch ein bisschen weiter draußen. Das war fand ich auch sehr, da hat man nochmal, hat man eigentlich ganz gut gesehen, warum halt Neuer einfach nicht nur irgendein guter, moderner Torwart ist, sondern warum er eben diesen Status hat, den er hat, weil er halt so dominant ist in dieser Raumkontrolle hinter der letzten Linie. Das kriegen halt andere Torhüter nicht hin, auch wenn sie mitspielende, moderne, aufmerksame Torhüter sind. So, das ist nicht ja, so ohne. Ich will noch mal ganz kurz zu Thiago zurück und ich werde jetzt etwas machen, was ich noch nie gemacht habe, und zwar einen Rat an die Verantwortlichen des FC Bayern München zu richten. Oh, stark. Unbedingt verkaufen den Mann. Ja, an den FC. Lass mich raten. Nein, nicht das, aber legt diesem Spieler bitte einen Vertrag hin, wo er seine Laufzeit und das Gehalt selber eintragen kann. Und mehr muss ich auch, glaube ich, zu dem Spieler nicht sagen, weil alleine darüber nachzudenken, diesen Spieler irgendwie aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive mit Gewinn zu verkaufen oder mit Erlös oder was auch immer. Sorry, aber das ist halt. Ja, aber in den großen Spielen, Arne, das ist ja dann immer das berühmte Argument. In den großen Spielen siehst du Thiago nicht. So wie man auch angeblich Toni Kroos nie in den großen Spielen gesehen hat. Der ja, das hat trotzdem alle gewonnen. Ja, hat irgendwie trotzdem viermal die Champions League geholt, aber ja nur, weil er in einer so guten Mannschaft spielt, Leute. Ja, okay. Genau. Man merkt, wo du heute Morgen warst, glaube ich. Ja. Entschuldigung, ja. Sport 1, liebe Grüße an der Stelle. Ich stell mir das aber geil vor, dass die Bayern-Verantwortlichen jetzt Rasenfunk hören und sich überlegen, eigentlich der Kölner, der hat da recht, das machen wir jetzt so. Und dann macht Thiago so den Toni und so, und dann schreibt Thiago auf den Vertrag 35 Millionen bis 2075 und die beiden Verantwortlichen gucken sich so an, warum haben wir auf den gehört? Ja. Ach Gott. Man sollte nicht Pleite. Kölner hören. Wer war das? Günther Eichberg war das doch damals, glaube ich, bei Schalke 04, der einem Spieler tatsächlich einfach den Vertrag ohne Zahlen hingelegt hat und der durfte ihn eintragen. Leider kriege ich den Spielernamen gerade nicht mehr zusammen. Es ging aber nicht gut aus für Schalke 04. Aber bevor das jetzt hier zu albern wird und zu viel gute Laune aufkommt, wollen wir über den ersten FC Köln sprechen. Oh wow, die Überleitung, die ist natürlich gelungen jetzt. Stark. Ja, ich bin der Thiago der Überleitung. So wie er aus dem Aufbaudrittel ins Angriffsdrittel verlagert, schaffe ich das manchmal mit meinen Überleitungen. Was ist denn zum FC? Ich wollte gerade sagen, ist nicht Thiago der Überleitungen. Ja, um das Ganze mal dann wieder zu drehen auf das, was wirklich wichtig ist. Also ich glaube, der SFC Köln ist nicht in das Spiel reingegangen, um zu sagen, wir nehmen da was Zählbares mit. Von daher ist das Ergebnis okay, wenn man das Ergebnis als Ergebnis betrachtet.
Was viel bitterer ist, ist, glaube ich, dass Noah Katterbach längerfristig ausfallen wird. Also das alles deutet irgendwie so auf so ein Bänderriss hin und das sind dann natürlich schon jetzt erstmal ein paar Wochen. Sebastian Bornau hat in einer völlig blöden Szene sich die fünfte gelbe Karte abgeholt und fehlt gegen Hertha, was auch eine Schwächung ist. Und da muss man jetzt erstmal für dieses wichtige Spiel, weil das natürlich dann vom Anforderungsprofil her vielleicht ein bisschen einfacher ist, jetzt als ein Spiel gegen FC Bayern, auf zwei Säulen der letzten Zeit verzichten in der Viererkette. Das ist bitter, so als Takeaway aus dem Spiel, wenn man dann in das Spiel selber reingeht und schaut, was da abgegangen ist. Ist das Muster der Anfangsphase wieder erkennbar gewesen. Das war in den letzten Wochen häufiger so, dass der FC die Anfangsphase komplett verschläft, irgendwie gar nicht in die Abläufe reinkommt, nicht richtig absichert, nicht richtig attackiert, die Räume irgendwie offen sind und dann schon quasi mit einer Hypothek in das Spiel reingestartet wird. Das war in Dortmund ähnlich. Und ja, gegen Mannschaften wie jetzt Wolfsburg beispielsweise war es auch so. Da hatte, glaube ich, Weghorst in den ersten drei Minuten drei krasse Torschancen, hatte nicht genutzt. So. Und das ist dann irgendwo schon eine Frage, also wenn das immer wieder auftaucht, dann ist es ja dann schon ein Muster. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, okay, wie gehen wir damit um? Was machen wir falsch? Wie können wir das besser machen? Das ist ein Thema auf jeden Fall. Und ja, als der FC dann im Spiel ankam, das ist ja eben schon mal angeklungen, dann war das Spiel schon rum und du kannst halt in der Bundesliga so nicht verteidigen. Also es waren ja wirklich gerade beim 1-0 so Abläufe, die eigentlich nicht möglich sind. Es gibt einen Einwurf auf der linken Seite der Bayern und die letzte Linie steht und Bornau rückt irgendwie raus und dann ist ja der Mechanismus so, dass dann die drei Verbliebenen aus der Viererkette zusehen, dass sie sich einigermaßen eng zueinander postieren und die Räume schließen. Aber Tschichos hat dann irgendwie gar nicht gepeilt, was abging in dieser Szene und hat dann irgendwie die Mitte gesichert und Lewandowski ist dann über den linken Halbraum dann in den 16er rein und hat das Tor geschossen. Ja, also das hat dann nicht so geklappt, die Räume zu schließen. Beim 2-0 ähnlich, 6er Raum offen und dann wirklich noch ein, zwei Querkombinationen auch im 16er. So dass Coman da relativ unbedrängt dann den Ball ins Tor schießen konnte und ja, FC hat es nicht geschafft, in der Anfangsphase irgendwie die Räume zu schließen. Also Müller zwischen den Linien hat sich sehr gut bewegt, war immer wieder anspielbar. Und dann ging es eben weiter mit Abschlüssen, Kimmich, Hereingabe Coman noch gerade so geklärt werden können. Und dann ja mit dem 3-0, was nach einer Standardsituation fiel und was eigentlich auch in der Entstehung wirklich krass war, weil der Ball ist lang gezogen auf Gnabry, auf den zweiten Pfosten. Er nimmt den an und kann ihn sogar nochmal vorlegen, bevor er dann reinschießt. Ja, also das ist dann natürlich schon heftig. Und ja, dann gab es noch ein paar andere Szenen, wo das dann durchaus hätte noch krasser ausgehen können, mit einem noch höheren Ergebnis schon in der ersten Halbzeit. Und mit eigenem Ballbesitz, das hatte Martin ja eben auch schon gesagt, hat relativ wenig funktioniert. Es gab so eine Szene mit Hector mal, da stand es, glaube ich, 2-0 noch. Da war eine 3-gegen-2 Situation oder 4-gegen-3 Situation aus Sicht des FC und er spielt so einen schwierigen Ball auf Córdoba, so einen halbhohen Ball, den er erstmal kontrollieren muss, da habe ich das Tempo verliert, da war ein bisschen mehr drin und ansonsten war es eben das klassische Muster, 4 Spieler irgendwie auf der letzten Linie und dann Longline-Bälle hinter die Abwehr oder eben auf Córdoba und der hatte da in der ersten Halbzeit natürlich einen extrem schwierigen Stand. Gegen normale Bundesliga-Verteidiger sieht er da schon relativ gut aus, aber jetzt in diesem Spiel hat er viele Bälle verloren, nicht so viele Bälle sichern können und ja, dann war es dann ab irgendeinem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit schon eine Charakterfrage, als dann auch die Pfostenschüsse dazu kamen und ja, mit 18 Schüssen ging der FC Bayern dann in die Pause und 18-1 Schüsse, ja. Ja, das ist natürlich solide. Aber wir hätten ja normalerweise, also es war ja nicht geplant, jetzt den FC-Schwerpunkt jetzt ausgerechnet zum Bayern-Spiel zu machen. Deswegen wird dir sicherlich auch ganz gut tun, auch davon ein bisschen lösen. Was kam mir denn dann aus der zweiten Halbzeit? Denn da war die Schussbilanz dann pro FC 12-6 nämlich. Was kann man denn aus der vielleicht mitnehmen, jetzt auch mit Blick so
Bewertung der Gesamtsituation beim FC und jetzt eben dann auch ein bisschen den Blick nach vorne eben auf dieses wichtige Hertha-Spiel, was dann kommt und die anschließenden Wochen. Es geht ja dann weiter, man spielt dann gegen Schalke und dann aber kommt so eine Dreierreihe. Paderborn, Mainz 05, Fortuna Düsseldorf, die letzten beiden Spiele sind Heimspiele. Also das wird jetzt, sind ja jetzt entscheidende Wochen. Die Wochen der Wahrheit. Oh Gott, das wollte ich schon immer mal sagen. Ja, ja, total. Der Sport 1 färbt ab, ne? Ja, das stimmt natürlich. Also die nächsten Spiele sind da auf jeden Fall wichtig für den FC. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, wie das aussehen kann, wenn die Abläufe greifen. Und die Abläufe haben ja jetzt zuletzt unter Gisdol in diesem Aufwärtstrend mit den 5 Siegen schon auch in relativ erstaunlicher Konstanz funktioniert. Also wirklich die Aggressivität, ja, die das nach vorne verteidigen, aber nicht wild, sondern trotzdem geordnet und mit passenden Abständen. Und dann hat man auch gesehen, dass gegen eine Mannschaft wie Bayern dann Sachen möglich sind. So. Und das war eben dann ein Prozess in dieser Anpassung an Gisdol und Gisdol an die Mannschaft an Gisdol. Und da hat er wirklich die Stellschrauben gedreht, die erstmal auf der Hand lagen, so das defensive Zentrum sichern mit Skiri und Hector, also den beiden prädestinierten Spielern für diese Position. Dann mit Uth jemanden dazu bekommen, der so ein bisschen als Nadelspieler agiert, der Cordoba so ein bisschen unterstützt, aber trotzdem spielstark ist und auch eine gewisse Qualität bei Standardsituationen mitbringt. Und das hat dem FC dann auch geholfen in der Vergangenheit. Und ja, dann hat sich da eine relativ positive Dynamik entwickelt. Man darf aber auch nicht vergessen, gegen die Top-Mannschaften in der Liga, Dortmund, Bayern, Leipzig, gab es gegen Dortmund ein 1-5, gegen Leipzig ein 1-4 und gegen Bayern jetzt auch wieder ein 1-4. Also da ist schon noch eine gewisse Distanz da. Das ist jetzt auch kein Problem, aber ja, es ist dann trotzdem noch ein langer Weg aus dieser dann auch jungen Mannschaft, weil es viele junge Spieler da auch gibt, die gerade so erst ihre ersten Spiele in der Bundesliga machen, ein Entwicklungsprozess ist. Und das hat Gisdol dann auch angedeutet wieder in der Pressekonferenz. Ja, und das gehört dann auch mal dazu, dass man gegen so eine gute Mannschaft, und das sind die Bayern, eben immer noch mal die Grenzen aufgezeigt bekommt und dass die Lücken dann genutzt werden, ist ja dann auch normal. Hm. Was glaubst du, welche Auswirkungen hat die Verletzung von Katterbach? Ich hatte das Gefühl, einer der wesentlichen Faktoren für diese gute Serie aus gewonnenen Spielen war eben, dass Katterbach und Jakobs die linke Seite bespielt haben, Hector auf die 6 neben Skiri gezogen werden konnte und er da eben ganz anderen Einfluss auf das Spiel nehmen konnte. Ja, Katterbach und Jakobs auf der linken Seite machen natürlich unheimlich Bock. Zwei Spieler aus der eigenen Jugend mit unheimlich viel Tempo, mit auch einer gewissen Unbekümmertheit, was natürlich dann auch hilft. Und gerade Katterbach bringt für mich also wirklich außerordentliche Qualitäten mit. Er hat so einen Special Move, den er immer macht, wenn er angelaufen wird an der Seite und löst sich dann mit so einem Dribbling aus so einer Rechts-Links-Kombination oder Links-Rechts, ist eigentlich relativ simpel, dieses Dribbling, aber er beschleunigt halt sofort nach vorne und hat dann Raum vor sich und das macht er eigentlich relativ stabil. Und dass er jetzt ausfällt, ist natürlich wirklich schade, weil er von dieser Position heraus dann mit angeschoben hat immer und jetzt die Frage, wie Gisdol dann diese Position besetzt, ob er Jakobs eine Position nach hinten zieht und Florian Kainz beispielsweise, der heute auch eine gute Partie gezeigt hat, dann linkes Mittelfeld spielen lässt. Ja, keine Ahnung. Also am Zentrum wird er definitiv nicht rütteln, denke ich mal. Und was glaubst du, waren jetzt dann die Faktoren, die dazu geführt haben, dass man eben sich so befreien konnte aus dem Tabellenkeller? Das vergisst man ja sehr schnell wieder, aber es stand ja durchaus mal dramatisch um den FC, nämlich auch in der Tabelle. Also da standen 8 Punkte zu Buche und man war, wenn ich mich richtig erinnere, auch Tabellen-18. Und dann kommt eben erst eine sehr schmerzhafte Niederlage bei Union Berlin an der Alten Försterei und dann aber dieses Schlüsselspiel, dieses Spiel gegen Leverkusen zu Hause, wo Leverkusen einen sehr, sehr schlechten Tag hat und Gisdol so ein bisschen alles auf eine Karte setzt, indem er sehr, sehr viele junge Spieler eben reinwirft. Also eben nicht nur Katterbach und Jakobs, die wir jetzt angesprochen haben, sondern auch Jan Thielmann mit seinen 17 Jahren hat da gespielt. Und das war der Start dieser Serie. Das war die englische Woche der Freude für den FC mit 3 Siegen aus 3 Spielen in 7 Tagen.
Ja, das konnte natürlich in dieser Konstellation dann keiner erahnen, dass das innerhalb von einer Woche sich dann so dreht, weil nach dem Union-Spiel hatte man schon wieder die schlimmsten Befürchtungen, hat wirklich auch relativ wenig funktioniert so und es war noch nicht so genau klar, wie jetzt die Spieler aus dem Kader zu der Idee von Gisdol passen. Also Gisdol hat ja seine Idee auch ein bisschen reduziert. Das ist ein bisschen weniger Chaos noch als früher bei Hoffenheim oder Hamburg, wenn ich mich da nicht täusche. Es ist ein bisschen kontrollierter alles und ja, diese drei Spiele dann kurz vor Weihnachten, da hat alles so ein bisschen sich gegenseitig dann in die Karten gespielt, glaube ich. Also Spieldynamik, Tore zum richtigen Zeitpunkt, Standardsituationen, erstaunlich schwache Gegner, auch mit Leverkusen und Frankfurt, muss man fairerweise dazu sagen. Also gerade Frankfurt hat er dann ab der 60. in diesem Spiel am 16. Spieltag erheblich abgebaut körperlich. Werder ja auch, das war ja dann genau, das letzte Spiel vom Winter. Genau, und damit hat man aber gemerkt, okay, wenn wir jetzt hier die Basics irgendwie auf den Platz bekommen, und ich weiß, das klingt blöd, wenn man immer von Basics spricht, aber es geht in erster Linie eben darum, dass man als SFC Köln versucht, möglichst eng zueinander zu stehen und zu verteidigen und die Räume nicht so groß werden zu lassen. Und dann kann man in der Bundesliga anno 2020 einfach bestehen. So, das reicht. Also da ist man konkurrenzfähig, dass man von 10 Spielen vielleicht schon mal, keine Ahnung, 3 oder 4 gewinnt. Und das war dann so ein Prozess, der dann in Gang gesetzt wurde. Und das erste Spiel gegen Wolfsburg habe ich ja eben schon angesprochen. Also es war auch irre, dass der FC das gewinnt, auch in der Höhe. Und Weghorst da in den ersten Minuten so viele Chancen vergibt. Und das beste Spiel in dieser ganzen Entwicklung war dann tatsächlich gegen Freiburg vor 2 Wochen. Das war so das wirklich, wo alles in allen Phasen am stabilsten funktioniert hat. Und ja, deswegen war es wirklich schade, dass letzte Woche dann das Spiel gegen Gladbach ausfiel aufgrund der Witterungsbedingungen, weil ich das sehr gerne gesehen hätte, wie die Mannschaft reingeht in dieses Spiel mit dem Selbstvertrauen im Rücken. Gegen auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, keine Frage, mit Mönchengladbach. Aber ja, dann jetzt spielfreie Woche und danach Bayern-München ist natürlich auch nicht ideal dann für den Ablauf. Mhm. Ich glaube, ich habe das Gefühl, von dem her, was ich jetzt von Köln gesehen habe, Freiburg-Spiel habe ich zum Beispiel auch ein bisschen gesehen, dass sie sehr, sehr abhängig vom Angriffspressing sind. Wenn, solange sie das ins Spiel bringen können, solange sie den Gegner also weit in der gegnerischen Hälfte, nah am gegnerischen Strafraum möglichst schon attackieren können, da sind sie ziemlich gut darin, in den richtigen Momenten halt nachzuschieben ins Pressing, mehr Spieler nach vorne zu bringen im richtigen Moment, sind sie sehr unangenehm zu bespielen und haben halt gute Balleroberungen und können die Angriffe dann relativ häufig auch aus der gegnerischen Hälfte direkt starten. Aber wenn das halt wie gegen Bayern, sie rücken raus, werden direkt abgewürgt in dem, mit einer Ablage oder einer Verlagerung oder so, oder auch gegen Dortmund, wo sie nicht so richtig wussten, wie sie Hummels anlaufen sollen, der links und rechts eine Anspielstation haben, das ist im 4-2-3-1 so ein bisschen problematisch, dann fallen sie ein bisschen zurück und dann verlieren sie das, was sie auszeichnet, das, was sie besonders macht irgendwie und das, was sie effektiv im Spiel hält. Und dann wird das so eine Mittelfeldschlacht eher und in der sehen sie viel schlechter aus, finde ich, als in den Phasen, in denen sie hoch, wirklich ins hohe Pressing reinkommen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, stimmt natürlich. Ne? Also das hängt viel davon ab, dass man die Gefahr erstmal weghält vom eigenen Tor und es beginnt eben dann damit, dass man jetzt ein bisschen kontrollierter attackiert. So. Also unter Bayer-Lorzer war das ja noch ein bisschen extremer auch und es hat teilweise ganz gut funktioniert, aber teilweise dann eben auch genau diese Problemstellen aufgezeigt, weil also Tschichos und Bornau haben sich jetzt in der Endverteidigung stabilisiert, so in den letzten Wochen, aber das war halt vorher wirklich immer problematisch, ne? Also unheimlich viele Elfmeter irgendwie weggegeben, wirklich einfachste Gegentore dann hergeschenkt im 16er und das ist natürlich gut, wenn man es so unterbinden kann, dass man gar nicht erst zulässt, dass der Gegner so einfach in den 16er kommt, aber das ist wirklich jetzt aktuell noch ja, relativ inkonstant und das klappt eben an guten Tagen wirklich vernünftig so, aber gegen Mannschaften, die dann eben eine größere Qualität mitbringen, jetzt Hummels als Aufbauspieler oder heute eben die Bayern, dann geht's auch schnell dahin. So, von daher bin ich da jetzt noch sehr zurückhaltend, was so die Aussichten angeht. Es ist mehr, als ich erwartet hatte zum jetzigen Zeitpunkt, punktemäßig, aber es muss sich dann eben erstmal stabilisieren und ja, es wird hinter dem 1. FC Köln immer irgendjemand punkten, dass es noch lange nicht ausgestanden ist, das ganze Thema Abstiegskampf.
Welche Rolle spielt denn Marc Uth bei den, wenn wir jetzt einfach mal die zwei Phasen uns angucken, zum einen die mit Ball, da hat er jetzt 2 Tore, 2 Assists in 4 Spielen für den FC gesammelt und aber jetzt aber auch gerade das, worüber ihr gesprochen habt, nämlich das Pressing. Also meiner Wahrnehmung ist er nicht immer auf einer Höhe mit Córdoba, sondern ein bisschen versetzt dahinter, kümmert sich dann in normalen Spielen, wenn wir jetzt mal heute ausklammern, um den Aufbauspieler des Gegners. Das war gegen Freiburg so, das war auch gegen Wolfsburg so. Und das macht er ganz gut so. Das ist jetzt, glaube ich, nicht seine Lieblingsdisziplin, aber seine Stärken kommen dann eben zum Tragen, wenn er den Ball erhält, irgendwie in einem vernünftigen Raum und aufdrehen kann Richtung Tor. Und das ist genau ein Spielertyp, der dem FC so ein bisschen fehlte. Also Luis Schaub war im Kader, ist jetzt aus bestimmten Gründen nicht mehr im Kader, aber das brauchst du eben einfach so für den Übergang, weil nur mit langen Bällen auf Córdoba kannst du es nicht regeln und da bringt er eben das Tempo mit, auch die Passqualität meistens und ja, dann ist er jetzt in kurzer Zeit schon ein wichtiger Faktor geworden, Offensivspiel auch. Also Defensivspiel ist für ihn dann natürlich auch eine Herausforderung, weil er schon Wege gehen muss auch, also lange Wege dann ihm auch anzurechnen, also hoch anzurechnen, wenn er als Offensivspieler diese Aufgabe zumindest zufriedenstellend erfüllt. Ich habe das Gefühl, dass diese Gisdol-Spielweise ihm sehr liegt, beziehungsweise er dieser Spielweise sehr weiterhilft, weil er so ein, es ist ja gar nicht so einfach, gut zu beschreiben als Spielertyp, weil er so ein bisschen sehr anpassungsfähig, vielfältig ist irgendwie und halt viel darüber kommt, dass er im richtigen Moment die richtige Sache macht, würde ich sagen. Und das Kölner Offensivspiel kommt krass über Vorwärtsbewegungen, finde ich. Also generell, Gisdols Spielweise ist so sehr, ich habe das Gefühl, er mag es einfach gerne mit Spielern nach vorne rennen teilweise. also das Pressing basiert viel darauf, dass halt in dem Moment, wo man irgendwie Druck erzeugt, dass da von hinten nachgeschoben wird und auch das Offensivspiel, wenn der Ball einmal auf einer Offensivposition ist, dann dass dann da Läufe vorne reinkommen. Das wirkt teilweise ein bisschen unorganisiert und irgendwie, du hast vorhin schon gesagt, früher war teilweise sehr chaotisch, jetzt ist es immer noch ein bisschen das, dass du halt sehr viele Bewegungen hast einfach gegen die letzten beiden Linien vom Gegner. Und mit so viel Bewegungen ist es relativ schwierig, sich zu orientieren und ausreichend schnell die richtigen Entscheidungen zu finden und dann auch in Positionen reinzukommen, wo du erstens einen Ball bekommen kannst, zweitens aber auch Anspielstationen danach findest. Also es kann schnell passieren, dass man zu nah an Ball rangeht, dass man zu spät zum Ball geht und dann, wenn man den Ball bekommt, irgendwie isoliert ist, weil die Mitspieler schon irgendwie in die letzte Linie gerannt sind, schon im Abseits stehen oder dass vielleicht der Spieler am Ball nicht genug Anspielstationen hat und man deswegen sich eher zum Ball hätte bewegen müssen, um das auszugleichen oder so. Und Uth hat da gutes Talent dafür, das so ein bisschen auszugleichen und gute Orientierung, vor allem Richtung Tor. Sieht sehr schnell Passoptionen in Richtung Tor und hat einfach insgesamt ein gutes Timing, sich in der Bewegung in den letzten beiden Linien. Deswegen ist das, ich hab das Gefühl, der ist schon so ein bisschen Schlüsselspieler, um diese junge wilde Spielweise so ein bisschen effizienter zu machen, indem dann nicht, dass nicht das totale Chaos ausbricht, sozusagen. Ja, und genau das hat gefehlt, also auch in der Hinrunde. Deswegen muss man da das auch so ein bisschen trennen voneinander, also die Bayer-Lorzer Zeit quasi und dann Gisdol jetzt mit der ersten kurzen Vorbereitung, ich meine, waren ja nur 2 Wochen, das ist schon wirklich eine veränderte Mannschaft dann, ne? Also sind wirklich viele Spieler auf einmal in Rollen reingewachsen, wo man das gar nicht hätte erwarten können am Anfang. Was ja ganz gut aber die Perspektive ja darauf lenkt. Also bald hat ja Markus Gisdol seinen Soll erfüllt. Also Achim Bayer-Lorzer hat 13 Spiele für den FC gecoacht. Markus Gisdol ist aktuell bei 10 Spielen. Das heißt,
Er hat ihn bald eingeholt. Und wenn ich mir einfach nur die Kennzahlen angucke, natürlich hat Achim Beierlotzer wesentlich häufiger verloren. 9 Niederlagen in 13 Spielen, 18 zu 31 Tore. Und die 31, das ist der große Unterschied. Markus Gisdol in 10 Spielen, 5 Siege und nur 4 Niederlagen, damit ein Unentschieden. Auch 18 Tore erzielt, aber eben nur 19 Tore kassiert. Das ist jetzt ein bisschen ungerecht, das so nebeneinander zu stellen, weil unterschiedliche Saisonphasen, unterschiedliche Umstände, Achim Beierlotzer hatte auch noch ein bisschen mehr VAR-Pech und so weiter und so fort. Aber diese 12 Tore weniger fallen dann doch auf, auch wenn da jetzt noch 3 Spiele zu spielen sind für Markus Gisdol in dieser Rechnung. Ist das jetzt dann nur mit Pressing zu erklären oder hat sich da noch was anderes verändert in der Hintermannschaft? Nee, also das ist schon ein Punkt, der dann valide ist, wenn man sagt, dass sich Spieler dann auch entwickelt haben und formstärker geworden sind. Also wir dürfen auch bei den Gegentoren nicht vergessen, dass ein Großteil dieser Gegentore wirklich in diesen Partien gegen Leipzig, Dortmund und Bayern München dann passiert ist. So, und in den normalen Spielen relativ solide eigentlich immer verteidigt wurden. Mhm. Und, also das Duo Tichos, Bornau habe ich eben schon mal angesprochen. Also die haben sich jetzt auch gefunden so in ihren Rollen und Bornau ist jetzt auch in der Bundesliga angekommen. Der hatte anfangs so ein bisschen gefremdelt, aber mittlerweile wirklich ein ganz solider Innenverteidiger, so der jetzt nicht irgendwie die Sterne vom Himmel spielt, wenn er einen Spielaufbau macht. Also da ist er relativ einfach gestrickt jetzt, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber die Aufbauarbeit liegt dann eher bei Tichos und die beiden haben es eben geschafft, dass sie jetzt so ein bisschen durch den Schutz auch, den sie bekommen von den Sechsern, ihre Stärken ein bisschen mehr zur Geltung bringen können. Also das ist bei Tichos jetzt nicht unbedingt die Laufstärke oder das Tempo, sondern eher so die Antizipation, und bei Bornau, der ist eigentlich relativ komplett, sowohl in der Luft als auch am Boden, und das hilft dann natürlich. Und Beierlorz hat auch immer so ein bisschen experimentiert mit verschiedenen Rollen, dann kam mal die Dreierkette und dann Merema gespielt und so, und das war alles nicht so erfolgsstabil, aber mittlerweile hat sich das eigentlich ganz gut gefunden. Und bei den jungen Spielern, also ich bin auch weit davon entfernt, jetzt da zu erwarten, dass die über Wochen dann konstante Leistungen erbringen, ne? Also es ist sehr, sehr bewundernswert, wie gut es überhaupt funktioniert hat, dass so viele junge Spieler auf dem Niveau schon so viele gute Spiele gemacht haben. Das macht ja viel Hoffnung, wenn wir jetzt auf den Punkt Nachhaltigkeit des aktuellen Erfolgs sprechen. Wo glaubst du denn jetzt steht der FC? Wir haben vor der Saison gesprochen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir das on-air getan haben. Ja, doch, haben wir, glaube ich, auch on-air getan und haben ja den Kader als eigentlich stärker als viele Mitkonkurrenten bewertet, auch wenn da noch viele Unbekannte mit drin waren, weil wir eben Spieler wie Skiri und Ezebue noch nicht gesehen hatten in der Bundesliga. Gleichzeitig haben wir die finanzielle Komponente, dass Armin Fee als Sportdirektor da vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgegeben hat, als eigentlich vorhanden war. Und wir haben dann eben dieses bockharte Auftaktprogramm gehabt, was ja dann tatsächlich unter anderem Achim Beierlorzer auch schon sehr früh den Trainerjob gekostet hat, und man kam ja schon aus dem Trainerwechsel. Man ist ja eigentlich, also Markus Anfang nur kurz nochmal als Stichwort für all diejenigen, die jetzt nicht in der jüngsten FC-Geschichte so tief drin sind. Wo steht denn jetzt der erste FC Köln? Gibt es denn berechtigte Hoffnung, dass man jetzt vielleicht ein sportliches Konzept gefunden hat, auch im Zusammenspiel mit Horst Held, was mal längerfristig besteht? Ist das eine Suggestivfrage? Nee, eine offene Frage, tatsächlich. Ja, also die Frage der Nachhaltigkeit beim 1. FC Köln ist natürlich immer eine ganz, ganz besondere. Also so gut es jetzt lief die letzten Wochen mit den 5 Siegen, ist auch wirklich cool und ist schön, dass Spieler aus dem eigenen NLZ dann den Sprung in die Bundesliga schaffen. Aber es kann natürlich auch ganz, ganz schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen. Und dann haben wir wirklich eine riskante Gemengelage, weil aufgrund der Unternehmungen auf dem Transfermarkt dann natürlich schon auch finanziell einiges ausgereizt wurde, und das schlägt natürlich umso mehr dann rein, wenn man absteigen würde. Und das Risiko ist ja noch nicht gebannt, also es besteht ja immer noch. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, über den Sommer hinaus, wie will man sich aufstellen, auch mit Transfers? Und das war für mich jetzt alles nicht so unbedingt nachvollziehbar, was da passiert ist im Sommer, im Winter. Weil man hat mit Lasse Sobich einen Spieler abgegeben, der ein solider Zweitliga-Verteidiger ist und ein guter Backup meiner Meinung nach immer noch, und hat dafür Toni Leistner geholt. So, also eigentlich weder eine Verschlechterung noch eine großartige Verstärkung, ohne ihm da jetzt zu nahe zu treten.
Und vielleicht gibt es da Dinge, die ich jetzt nicht sehe, aber das ist für mich kein Konzept, was es irgendwie greift, dass man sagt, man setzt jetzt auf jüngere Spieler oder man setzt auch mehr auf einen Meret, der meiner Meinung nach immer noch sehr talentiert ist. Also Toni Leistner ist 29 für all diejenigen, die es nicht vor Augen haben. Genau. Luis Schaub abgegeben, Leihbasis zum HSV mit einer absurd niedrigen Kaufoption, wenn man das, wenn man dem Glauben schenken darf, was da durch die Gazetten geisterte. Und der wird seinen Weg beim HSV gehen, weil er ein guter Spieler ist, der beim FC leider nicht so richtig seine Rolle gefunden hat. Aber den habe ich persönlich schon fast abgeschrieben, weil der HSV dumm wäre, ihn nicht für diesen Preis zu verpflichten. Und hat dafür Luis Marc Uth geholt auf Leihbasis und dem Vernehmen nach ohne Kaufoption. So, und da stelle ich mir die Frage, man hat Schaub abgegeben und Uth ohne Kaufoption geholt. Im Sommer steht man faktisch oder sehr wahrscheinlich ohne beide da. Das heißt, da ist sowohl Schaub weg als auch Uth. Oder man holt eben Uth für 10 Millionen oder so von Schalke, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das frei zu verhandeln. Aber Gisdol und Held haben eben massiv darauf gesetzt, kurzfristig Ergebnisse zu erzielen. Das scheint jetzt auch auf den ersten Blick zu funktionieren. Aber was dann ab Sommer passiert für die neue Saison, wenn man wirklich mal Zeit hat, den Kader zusammenzustellen, da weiß ich tatsächlich noch nicht, in welche Richtung der 1. FC Köln sich dann bewegen wird. Das ist mir aktuell noch nicht so ganz klar. Also ist die Grundskepsis ja eigentlich geblieben. Also wenn man beim 1. FC Köln keine Grundskepsis mehr hat, egal in welchen Zeiten, dann ja, ist man schlecht beraten auf jeden Fall. Und wie ist dein Gefühl für diese Saison? Ja, also wenn man jetzt diese nächsten Spiele positiv bestreitet gegen Gegner auf Augenhöhe, dann kann es sehr wahrscheinlich schon reichen. Also diese Phase ab März ist dann so ein bisschen entscheidend und da hat man jetzt quasi in der Berechnung der möglichen Punkte bis dahin schon so ein bisschen über Gebühr oder über dem Soll geholt, aber das muss man dann natürlich auch bestätigen, dass man da nicht in eine Lage kommt, dass man bis zum Ende fighten muss. Von daher sieht das jetzt ganz gut aus so, also es gibt auch immer wieder positive Elemente im Spiel, die mich da ganz zuversichtlich stimmen, aber wir haben eben über Düsseldorf gesprochen, da ist auch noch nicht alles verloren, also die werden auch noch punkten und 6 Punkte sind relativ wenig. Also es sind noch 12 Spiele jetzt für den FC 13, okay. Aber da kann noch jede Menge passieren. Also ich habe wirklich beim 1. FC Köln in der Vergangenheit leider zu viel erlebt, dass ich da jetzt schon entspannt sein könnte. Selten ein so gebranntes Kind erlebt wie dich, Anne. Aber man kann es ja durchaus nachvollziehen. Aber interessant, was da in dieser Saison schon wieder passiert ist und dementsprechend bin ich auch überhaupt nicht unglücklich, dass wir jetzt diesen FC-Schwerpunkt gelegt haben. Der wäre ansonsten gekommen in dieser wichtigen Phase, aber jetzt haben wir halt auf diese wichtige Phase vorausgeblickt. Das ist ja auch mal ganz interessant. Es geht jetzt dann eben direkt erstmal nach Berlin zur Hertha und der FC Bayern, über den wir ja auch gesprochen haben, spielt jetzt zu Hause gegen den SC Paderborn, bevor man dann nach London zu Chelsea reist und dann in Hoffenheim antritt. Das sind die nächsten Partien dieser beiden Mannschaften. 3 Partien haben wir noch, die wir besprechen wollen und die erste davon fand am Freitagabend statt und das war eine ganz schöne Abreibung für Eintracht Frankfurt. Mit 0:4 unterliegt die SGE in Dortmund und gibt dabei nur einen Schuss ab, Timothy Chandler für all diejenigen, die es interessiert. Bei Dortmund machen die 4 Torjäger Sancho, Haaland, Guerrero und natürlich Lukas Piszczek die Tore zu dem 4:0 Endstand. Über den BVB können wir gleich ein bisschen sprechen, aber lasst mal mit Eintracht Frankfurt anfangen, Martin. Warum lief denn für die das Spiel so schlecht? Naja, da hat es die Favre-Sache hat gegriffen, dass er nicht so viel presst, dass man sehr, sehr kompakt ist, Gegner ein bisschen spielen lässt, gerade mit dem frühen Führungstor dann im Rücken, ne? Da hat sich Frankfurt wahrscheinlich ein bisschen da unter Druck gesetzt gefühlt, da auch was zu machen und haben dann einfach viel zu oft in Situationen in den Dortmunder Block reingespielt, wo die Anspielstation eigentlich keine Option zum Weiterspielen hatte. Häufig so als Innenverteidiger dribbelt so nach vorne, versucht und sieht dann irgendein Spieler zwischen den Linien, spielt ihn an und er ist von 4 Gegenspielern umgeben, kann da nichts machen. Nicht tief genug in der Orientierung, dann die Verteidiger und nicht genug Bewegung gegen die letzte Linie.
Und auch nicht geduldig genug die Seite gewechselt. Das ist ja das Grundproblem, was Dortmund eigentlich hat, dass sie einfach, wenn der Gegner einfach ewig lange von links nach rechts spielt und einfach nur den Ball hält, dann kommen sie nicht in diese in den Ballbesitz rein und müssen immer weiter zurückfallen. Und das hat die Eintracht halt nicht gut gemacht, haben zu oft zwischen die Linien gespielt und haben dann üble Konter gefressen, wo sie teilweise dann Spieler Bälle verlieren und direkt 3-4 Dortmunder um den Ball drumherum sind, dann irgendwie ein Frankfurter noch rausrückt ins Gegenpressing, sofort umspielt wird, gnadenlose Unterzahl und du hast Dortmunder Maschine am Rennen nach vorne. Ja, das war in gewisser Hinsicht dann ein bisschen naiv. Von der Eintracht. Ich weiß nicht, ob sie gedacht haben, dass es ein defensiveres Spiel wird, dass sie mehr auf Konter gehen können, dass sie weniger vom Ball haben werden. Aber ja, auf jeden Fall dann, wenn sie den Ball hatten und Dortmund sich spielen lassen hat, dann da sahen sie nicht gut aus. Aber ja. Und Philipp Kostic nicht ins Spiel bekommen auch. Ja, gegen 5-4-1 ist er, das kommt halt noch dazu, wenn Dortmund dieses 3-4-3 dann defensiver auslegt, wird es ein 5-4-1 und in einem 5-4-1 über die Flügel zu kommen, ist halt quasi unmöglich. Das sind halt einfach so viele Gegner, die da an die Seite verteidigen können. Das ist halt, 5-4-1 spielen ist generell unangenehm, aber du musst halt relativ rabiat dann irgendwie über Diagonalbälle über irgendwie horizontale Kombination durch die zweite Linie oder einfach steil Klatsch und ganz schnell durchs Mittelfeld durchkommen. Und Philipp Kostic ist da auch einfach nicht der Spieler, der da gefragt ist in dem Moment. Ja. Ja, stimmt. Aber ich hatte mega Bock auf dieses Spiel alleine. Hakimi, Sancho auf einer Seite gegen Philipp Kostic. So. Also das ist ja schon das Spannendste, was die Bundesliga zu bieten hat. Schnellste auf jeden Fall. Ja, aber fandst du es dann denn auch so spannend? Denn ich muss sagen, ich war ehrlicherweise ernüchtert und eigentlich sogar auch von beiden Mannschaften an. Also beide haben irre viele Ballverluste und Fehlpässe gespielt, im Grunde bis zum 1-0 und keine von beiden Mannschaften hat aber daraus was kreiert. Also wie oft allein Eintracht Frankfurt vorne im Achterraum einen Ball vor die Füße gefallen ist, wo man dann vielleicht ihn hätte stecken können hinter die letzte Kette, wo man vielleicht einen Doppelpass hätte spielen können, wo man vielleicht auch zu einer Schusschance hätte kommen können. Und einmal, das war auch dieser Chandler-Schuss, hat das geklappt. Und auf der anderen Seite war es aber genauso. Also Ilsanke hatte da eine Phase, in der er auch ganz fürchterliche Ballverluste produziert hat. Und aus denen hat dann auch Dortmund gar nicht so viel gemacht. Und also bei mir war das Gefühl des Abends, trotz des sehr klaren Ergebnisses und ja dann irgendwann auch des überlegen geführten Spiels von Dortmund, dass ich ernüchtert war von beiden Mannschaften. Denn ich fand, bei Eintracht Frankfurt, da ging gar nichts zusammen, gegen den Ball als auch mit dem Ball. Das drückt auch das Ergebnis ganz gut aus. Und beim BVB fand ich, das aber auch bis zum 1-0, was ja so ein bisschen halb zufällig fällt, auch wenn es vorher schon eine ähnliche Situation gab, fand ich das auch nicht so wirklich überzeugend. Naja, das ist halt so, wie man... Ich fand, es war halt ein typisches BVB-Spiel mit einem Gegner, der Dortmund in die Karten spielt, oder zumindest dann ab dem 1-0 in die Karten spielt. Ja, klar, ab dann haben sie es gekonnt, haben tief gewartet und dann umgeschaltet. Das können sie ja auch sehr, sehr gut in der Liga. Ja, bis dahin hatten sie dann auch die üblichen Probleme, die sie haben. Ist natürlich auch, Frankfurt ist natürlich auch einfach fantastisch besetzt für diese Spielweise, also für eine defensive, umschaltorientierte Spielweise. Also Ilsanka ist Abräumer vor dem Herrn, Rode auch einfach wahnsinnig antrittsstark gegen den Ball, unangenehm zu bespielen. Und dann Chandler und Kostic, die halt nicht nur die Athletik mitbringen, sondern auch die defensive Laufbereitschaft. Es ist schon, ist nicht so einfach, das zu bespielen. Und dann hat Dortmund halt das gemacht, was sie meistens machen, halt ziemlich viele Spieler immer in die Absicherung der Angriffe geschoben, viel von der Breite aus attackiert. Und ja, also bis auf so die paar Szenen, die du angesprochen hast, wo sie dann billige Fehlpässe irgendwie produzieren, haben sie dann zumindest keine großartigen Konter zugelassen von Frankfurt. Das ist halt das, was das hat Favre, das macht Favre sehr gut, dass die Mannschaft immer sehr, sehr gut abgesichert gegen Konter steht und da normalerweise eine gute Stabilität hat, eben bei eigenem Ballbesitz.
Aber das zu Kosten der Offensivdurchschlagskraft teilweise, weil sie dann nicht so viele Spieler nach vorne bringen, hängt im 3-4-3 dann immer so ein bisschen davon ab, wie der Gegner presst und wie sehr sie im Grunde zu ihrem Glück gezwungen wären. Wenn der Gegner halt viele Spieler nach vorne schiebt und sie mit Kombinationen in der Mitte irgendwie auslösen können, gerade wenn Brandt auf der 6 ist, dann wird es dann teilweise ein bisschen offensiver. Und sie können so in so Schnellangriffe rein angreifen, wenn der Gegner einmal nach vorne rausrückt und sie den dann überspielen. Wenn der Gegner sich halt nicht rauslocken lässt, in Anführungszeichen, beziehungsweise wenn der Gegner halt passiv bleibt, dann bleibt Dortmund auch quasi passiv und spielt ein bisschen außen rum und macht dann so gut abgesicherte Einzelaktionen im gegnerischen Block, was halt manchmal funktioniert und geil aussieht und häufig sind das dann so 3-7 Aktionen, wo dann auch nichts bei rauskommt. Ja. Und dementsprechend war es dann, ja, gegen einen extrem umschaltstarken Gegner, kann man sagen, ist abgezockt. Man lässt keine Konter zu, macht irgendwann das 1-0 und dann hat man das Spiel auf seiner Seite. Wenn das 1-0 nicht fällt, sieht es vielleicht schlechter aus, weiß man nicht. Ja, ich meine, stimmt natürlich alles und ist ja im Grunde auch sehr, sehr gut jetzt verlaufen für Dortmund. Ich fand aber tatsächlich auch die SGE unglaublich schwach. Also das war noch schwächer als das Fortuna Düsseldorf Auswärtsspiel. Und ja, der Gegner war natürlich auch nochmal eine Ecke besser, aber da hat halt einfach nichts funktioniert. Also gar nichts. Je nach Modell hast du einen Expected Goals Wert von 0,01 oder von 0,03. So viel hat funktioniert. Und wenn du dann hinten Chancen zulässt und die Mannschaft, die gegen den BVB gar keine Chancen zulässt, egal wie viele Probleme die dann auch hatten im Spielaufbau, die gibt es ja auch nicht aktuell in der Liga, höchstens vielleicht Leipzig, allerhöchstens, dann ist das halt sehr enttäuschend. Und bei Dortmund war das eben so, wie du beschrieben hast, eine sehr kontrollierte Offensive, hätte man es bei Anstoß genannt. Und das ist ja auch okay. Also wenn du nach diesem Leverkusen-Spiel ist es ja die erwartbare Reaktion und dann hat es ja gut geklappt. Aber bei Dortmund seinerseits, finde ich, ist man halt wahnsinnig davon abhängig, dass Guerrero und Hakimi, die halt wahnsinnig häufig dann von Zagadou oder Piszczek den Ball zugeschoben bekommen oder manchmal auch von Witzel und Can, je nachdem, wie das Spiel ausgelöst wurde. Aber man ist unglaublich davon abhängig, dass die dann etwas damit machen. Und da hat man halt gerade auch das Glück, also Hakimi hatte kein schlechtes Spiel, hat ja auch 2 Assists gegeben und hat defensiv keine Probleme gegen Kostic bekommen. Aber vor allem Guerrero spielt halt gerade überragend. Und der ist dann im Grunde derjenige, der in Abwesenheit von Reus das Offensivspiel und auch in Abwesenheit von Brandt das Offensivspiel auf seinen Schultern trägt. Das hätte man aber auf Frankfurter Seite auch wissen können. Ja, naja, kam ja jetzt auch aus dem Dortmunder Aufbau nicht so viel. Aber wie kannst du halt, kannst ja über fast jeden Spieler bei Dortmund sagen, das hätte man wissen können. Also Haaland macht wieder ein Tor, hätte man auch wissen können. Sancho macht wieder ein Tor, hätte man auch wissen können. Ja, ja. Hakimi macht 2 Vorlagen, hätte man wissen können. Nur, dass Piszczek von der Strafraumgrenze mit links abzieht. Okay, ja, das hätte man nicht wissen können. Ja, okay, das stimmt. Also ist ein sehr, sehr schwacher Satz von mir zu sagen, das hätte man wissen können. Ja, das stimmt. Und vielleicht sehe ich dann auch Dortmund zu kritisch, weil man hat schon einen Unterschied auch gemerkt jetzt in der Balance, die man eben hatte mit Witzel und Can auf der Doppelsechs und dann aber auch Zagadou, Hummels, Piszczek in der letzten Linie, vor allem Zagadou hatte eine schlafwandlerische Sicherheit in allem, was er getan hat. Bei Mats Hummels ist man das ja schon gewohnt. Das hatte schon auch nochmal eine neue Stabilität, eben vor allem, wenn man es im Kontrast eben gegen das Leverkusen-Spiel setzt. Und fairerweise nochmal zu Guerrero, also das ist halt auch wirklich gut, was er macht, ne? Also wie er da den Ball gewinnt, vor dem 3-0 ganz, ganz tief, dribbelt an selber, setzt sich gegen 2 Leute durch, verlagert dann das Spiel, also das war halt auch schon wirklich gut. Da kannst du dann halt entweder faulen, okay, oder du verhinderst halt, dass er den Ball überhaupt gewinnt, so, aber irgendwann kannst du es dann halt auch nicht mehr großartig verteidigen, wenn er dann Tempo aufnimmt. Also seine Aktion, die Anschlussaktion mit dem Tor und so, klar, aber ihn selber, dafür ist er eben dann auch einfach zu gut. Ich habe immer gesagt, Guerrero spielt immer, als ob alles um ihn herum in Zeitlupe abläuft. Es ist so seltsam, wie krass schnell der in bestimmten Sachen ist, vor allem Reaktionen auch, wenn irgendwelche Bälle verspringen, wo der plötzlich herkommt. Das ist absolut verrückt teilweise. Mhm.
Und wie schwierig diese diagonalen Dribblings in hohem Tempo von ihm auch einfach zu verteidigen sind. Also wenn er von der, das ist ja wirklich nicht der einzige Spieler, der das probiert, aber er ist ja jemand, der so oft diagonal vom Flügel in den Sechserraum reindribbelt und dann aber da auch immer die richtige Entscheidung trifft, ob er jetzt durchsteckt, ob er sich den Ball, ob er nach innen vorbeigeht und den Abschluss sucht oder den Steckpass oder ob er doch nochmal rausspielt auf dem Flügel. Sancho lässt sich dann ja auch gerne auf den Flügel rausfallen oder auch Hazard hat das ganz gut gemacht in 2-3 Aktionen. Das ist dann auch tatsächlich schwierig zu verteidigen. Ja. Also das ist halt, der Außenverteidiger hat halt grundsätzlich erstmal, wenn du kompakt in der Mitte stehst, den meisten Platz. Und wenn du ihn anläufst, hast du immer einen Bewegungsnachteil, weil er immer erstmal mit offener Körperstellung den Ball annehmen kann. Und wenn du auf ihn zuläufst, hat er immer den, wenn er, egal in welche Richtung er den ersten Kontakt nimmt, nimmt er nach links, nimmt er nach rechts, er läuft immer erstmal gegen deine Laufrichtung. Deswegen ist es halt, und wenn du ihn nur stellst, dann hat er ja auch zwei Richtungen, in und außen, wo er vorbeigehen kann. Deswegen kannst du ihn in der Position nicht sehr, sehr schwierig stellen, weil du ja so tief im Feld, also der Außenverteidiger ist ein bisschen weiter weg von deiner Absicherung. Deswegen hast du nicht so viel Unterstützung von hinten, wie wenn du gegen einen Winger verteidigst. Also das ist halt der Punkt, der normalerweise isoliert wird im Pressing, Außenverteidigerposition, weil sie so weit weg von allem anderen ist, aber umgekehrt dann auch, wenn da einer steht, der in die Mitte dribbeln kann und aber auch die Seite lang dribbeln kann, ist es auch am schwierigsten, gegen den irgendwie zu doppeln oder so. Deswegen halt eine super Waffe generell im Fußball, dann mit den Außenverteidigern einfach nach innen zu ziehen. Das ist auch ist auch für mich so ein Standard-Coaching-Punkt für Außenverteidiger immer, okay, Körperstellung erstmal zur Seite öffnen, dass du dem Gegenspieler zeigst, du kannst Longline spielen und wenn du siehst, er macht lange Linie zu, dann ziehst du einfach in die Mitte. Guerrero ist halt nochmal unglaublich gut darin, das zu machen, aber generell ist das auch einfach ein taktisches Mittel, was sauschwer zu verteidigen ist. Man könnte fast sagen, Guerrero ist der portugiesische Noah Katterbach. Ja, genau, hast du bei Katterbach vorhin auch schon gesagt, dass der das in beide Richtungen gut macht. Ich glaube, das wird auch auf Hakimi macht es ja auch und ich glaube, das ist auch was es in der Zukunft immer öfter geben wird, was einfach eine sehr, sehr logische Aktion ist, die, glaube ich, bis jetzt, ich weiß nicht genau, warum es das bis jetzt nicht so viel gab. Aber irgendwie gab es noch nicht so wahnsinnig viele Außenverteidiger, die das viel gemacht haben. Aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, häufiger. Naja. Ist auch ein Signature-Move von Kimmich so ein bisschen zum Beispiel, wenn er Rechtsverteidiger spielt. Naja, ich glaube, weil Außenverteidiger eben häufig das Hinterlaufen machen und das tief rausschieben. Und du musst halt beidfüßig auch sehr ballsicher sein, weil du den ersten Kontakt meistens noch mit deinem starken Fuß spielst. Aber den zweiten solltest du dann eigentlich mit dem anderen spielen. Dann ist es nämlich sehr, sehr schwer für den Verteidiger, den Ball zu gewinnen, ohne dich zu faulen. Und meiner Beobachtung nach haben diese Fähigkeit in der Ballfertigkeit jetzt gar nicht alle Bundesligaspieler so, wie man es vielleicht erwarten würde. Ja, wobei, wenn man es vom Timing gut macht, muss man es nicht mit dem ballfernen Fuß machen. Also ist man schon vorbei mit dem ersten. Guerrero und Hakimi machen das ja auch jeweils nur mit dem starken Fuß. Wir haben einen rechtsfüßigen Innen-Außenverteidiger-Sechser, den stellen wir manchmal auf Linksverteidiger. Wenn wir wissen, wir wollen dieses Reindribbeln vom Außenverteidiger, wollen wir sehr häufig, dann stellen wir einen Rechtsfuß auf links, damit wir wissen, der kann das, für den ist es halt noch einfacher. Aber wir wissen auch, die anderen können das auch. Es ist halt ein zusätzlicher Vorteil, wenn du ballfüßig bist, beziehungsweise invers, dann bist du halt safe, dann ist es wirklich super easy, das zu machen. Aber wenn du das Timing hinbekommst, kriegst du es auch mit dem normalen Fuß hin, sozusagen. Okay, jetzt gehen wir schon sehr in die Details rein. Ich würde sagen, wir gucken uns doch einfach an, wie Borussia Dortmund das jetzt dann im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain löst, bevor man dann auswärts beim SV Werder Bremen antritt. Für die Eintracht aus Frankfurt geht es jetzt weiter mit zwei Heimspielen, zu Hause gegen Salzburg in der Europa League und dann gegen den ersten FC Union Berlin. Borussia Dortmund liegt nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 3 mit 4 Punkten Rückstand auf 1 und die Eintracht aus Frankfurt liegt auf Tabellenplatz 10, hat 8 Punkte nach oben zu Schalke 04 und hat 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, das aber eher so der Form halber noch mitgesagt.
Da kommen wir zum vorletzten Spiel dieser Schlusskonferenz und beschäftigen uns mit Augsburg und dem SC Freiburg. Jetzt kommen noch zwei Partien, die vom Sehgenuss her unter dem lagen, was man bisher so hier besprechen konnte in dieser Schlusskonferenz. Es ist am Ende ein 1:1. Arne, von diesen beiden Mannschaften, was hast du aus diesem Spiel mitgenommen? Einen ganz guten SC Freiburg tatsächlich, also sowohl mit Ball als auch gegen den Ball relativ vernünftig. Ich habe jetzt das Spiel auch nicht komplett über 90 Minuten gesehen, aber mein Eindruck war so aus den Szenen, die ich da mir habe zu Gemüte führen können, dass Freiburg die bessere Mannschaft war, also das geben auch die Statistiken so ein bisschen her. Und also die Problematik beim FC Augsburg scheint sich ja so ein bisschen zu bestätigen, dass man nicht so richtig weiß, wie man jetzt tatsächlich zum Erfolg kommen will, wie man nach vorne spielen will, abgesehen von isolierten Aktionen wie das Tor beispielsweise, was ja eine Halbfeldflanke ist, die Robin Koch eigentlich verteidigen muss. So, und habe ich da jetzt relativ wenig gesehen, was mich begeistert hat, obwohl ja Freiburg da in der Herangehensweise dann schon relativ gut unterwegs war und das Spiel dann eigentlich auch hätte gewinnen müssen, aber das spielte dann keine Rolle. Ich fand es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also ich fand, dass Augsburg spielt dieses 4-4-2-Presse. Ich bin absolut kein Fan von 4-4-2, bei Ballbesitz schon mal gar nicht, aber im Pressing auch nicht so besonders, weil du einfach die Schnittstelle hinter den Stürmern so schlecht zukriegst. Und dementsprechend, wenn Stürmer einen Sechser abdeckt, dann hast du immer einen Innenverteidiger offen, auch für Rückpässe. Und wenn du den Sechser halt offen lässt, ist der Sechser offen oder einer deiner Sechser muss raus und dann ist Halbraum offen zwischen Linien. Deswegen kein großer Freund davon, aber das macht Augsburg schon sehr, sehr gut und sehr, sehr diszipliniert, dass sie immer wieder dann auch einen Flügelspieler mit in die vordere Linie mit reinschieben, dass sie dann drei vorne haben, dass da dahinter der Außenverteidiger rausrückt, dass wenn der Gegner irgendwie versucht, im Halbraum an den Stürmern vorbeizuspielen, dass dann da ein Sechser mit rausspringt und halten eine sehr, sehr gute Kompaktheit und vor allem das Hauptproblem im 4-4-2 ist, man kann relativ leicht verlagert werden und sie reagieren darauf halt super diszipliniert. Also wenn da einmal eine Verlagerung kommt oder auch ein Diagonalball vielleicht, dann kommen sie sehr, sehr schnell in ihre Formation zurück und bleiben beim Verschieben und auch beim Zurückfallen immer sehr kompakt. Deswegen war das war eigentlich ein schönes Bilderbuch 4-4-2 von Augsburg, was dann normalerweise ist 4-4-2 immer in meinen Augen nicht so schwierig zu spielen, aber wenn es dann so sauber gespielt wird, wo immer wieder sehr, sehr gut nachgeschoben wird in den Ketten, immer sehr, sehr gut rausgesprungen und auch dann hinter dem Rausspringen gute Positionen gefunden werden und so, dann ist es schon schwierig zu spielen. Und dann hat es umgekehrt, aber Freiburg auch nicht so schlecht gemacht, haben immer wieder dann diese Halbpositionen dann gefunden, von denen man das 4-4-2 gut unter Druck setzen kann. Ich glaube, Hauptproblem war dann so ein bisschen die Besetzung der Mitte. Sie haben immer mal wieder Spieler in die Mitte fallen lassen. War jetzt nicht so, dass sie da gar keine Präsenz hatten, aber so die Abstände zwischen den Spielern und die ersten Aktionen in die Mitte waren nicht so gut. Also die generell hatten viele Bewegungen und viele Verbindungen innerhalb der Offensive und innerhalb der Defensive, aber so die Anbindung im Mittelfeld war ein bisschen das Problem. Auch weil häufig ist der Sechser zurückgefallen. Und da wurde dann, das ist dann manchmal so ein bisschen das Problem, dass der eine Sechser, der dann so bleibt, es wird dann zu breit, der eine Sechser wird isoliert und wie man dann die anderen Positionen um den Sechser herum besetzt, kann dann ein bisschen problematisch werden. So war es auch in dem Spiel, so dass Freiburg dann nicht so häufig kontrolliert in den Augsburger Block reingekommen ist, sondern häufiger mit Diagonalbällen oder Langbällen irgendwie versucht hat, da ein bisschen Druck auf die letzte Linie zu machen. Das war so das, was mich ein bisschen gestört hat an dem Spiel. Aber insgesamt fand ich es gar nicht so schlecht anzusehen. Es war so ein bisschen Lehrmaterial, wie man 4-4-2 spielt und auch so ein bisschen Lehrmaterial, wie man dagegen spielt. Und insgesamt einfach eine ziemlich hohe Intensität auch im Spiel. Also fand ich nicht so schlecht. Ich fand es auch nicht schlecht. Also man konnte es sehr gut angucken. Aber also aus Augsburger Sicht hätte ich schon meine Bauchschmerzen mit dieser Partie. Also ich verstehe auch, wo der FCA herkommt, nämlich aus einer 0-5 Niederlage bei Eintracht Frankfurt. Das heißt,
ich verstehe und das ist nachvollziehbar und auch völlig legitim zu sagen, wir wollen jetzt erstmal wieder ein strukturiertes, solides Spiel abliefern, wo es uns nicht um Ballbesitz und Spiel nach vorne geht. Aber ein Heimspiel mit 27% Ballbesitz und einer Passquote von 62% kannst du so machen, habe ich aber gewisse Bedenken mit. Und dann fand ich, dass Freiburg das sehr gut gelöst hat. Freiburg seinerseits ist ja jetzt auch nicht gerade in der Hochphase, da war es jetzt auch wichtig, dieses Spiel mit einer gewissen Struktur zu bestreiten. Und ich glaube aber, dass halt nur ganz wenig gefehlt hat, dass Freiburg dieses Spiel gewonnen hätte. Und das ist das, was mir auf Augsburger Seite Sorgen machen würde, dass das jetzt, dass Freiburg deutlich überlegen war, nicht nur im Ballbesitz, sondern man hat daraus auch 20-9 Abschlüsse kreiert. Und nur weil die Klarheit so in den letzten, im letzten Angriffdrittel, da hat so ein bisschen gefehlt, dass das noch deutlicher in gefährliche Positionen hinein auszuspielen. Das war der Grund, warum Freiburg dieses Spiel nicht gewonnen hat. Und das hätte man vielleicht sogar auch nicht nur, also Freiburg hat in dem Spiel eigentlich versucht, alles über den Pass zu lösen, was ja auch ganz gut funktioniert hat. Höfler war im Grunde halt sehr häufig anspielbar. Das hast du ja auch gerade schon genannt. Obwohl Augsburg das gut gemacht hat im Pressing, hat sich ja Freiburg trotzdem strukturiert nach vorne kombiniert. Aber dann haben vielleicht die 1-gegen-1-Situation manchmal gefehlt. Also da hätte ich durchaus mir vorstellen können, Kwon, ich meine, er kam dann irgendwann rein, aber halt in der 87. Minute, das hätte ich ganz gerne mal gesehen, ob nicht vielleicht jemand, der da auch mal andribbelt, der vielleicht auch einfach ausnutzt, dass mit Stefan Lichtsteiner nach einer halben Stunde der designierte Rechtsverteidiger ausgewechselt wurde und mit Framberger jemand Neues dafür reinkam. Das hätte man auch durchaus mal in 1-gegen-1-Situationen attackieren können, noch deutlicher, als es Günther irgendwie versucht hat mit seinen berühmten Läufen. Deswegen finde ich, dass da für Freiburg dann mehr drin war und das war dann das, was mich so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen hat, dass ich das Gefühl hatte, beide Mannschaften haben ein solides Spiel gemacht und auf Freiburger Seite wäre noch viel mehr drin gewesen. Bei Augsburg gab es eine gute Schlussphase, das war allerdings eher Freiburger Konzentrationsschwächen geschuldet, fand ich, aber also für beide war irgendwie noch mehr drin und dann war es so ein 1-1, wo ich einfach das Gefühl hatte, gutes Ergebnis für beide, haben sich auch irgendwie beide drauf geeinigt, aber wenn ihr es jetzt richtig alles auf eine Karte gesetzt hätte, dann hätte hier ein echt spannendes Spiel draus werden können, denn es lag eigentlich alles da auf dem Platz. Ja, wenn ihr so schwärmt über das Spiel, dann muss mir das ja doch nochmal angucken jetzt. Ach, Arne. Naja, ich fand es interessant zu sehen. An sich würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen, wie also eine Mannschaft, die ein gutes 4-4-2 Mittelfeldpressing spielt und eine andere Mannschaft, die mit abkippendem Sechser dagegen spielt. Böse Zungen würden jetzt auch sagen, ist wieder 2014 ja, ja. Oder so. Also, das ist wirklich so, ja. Ich bin auch sehr gespannt, also als du so über das 4-4-2 hergezogen hast, habe ich mir gedacht, da bin ich ja echt mal jetzt gespannt auf die EM 2020, was wir da gegen den Ball sehen werden, weil bei der WM 2018 alle, die nicht hoch angelaufen sind, alle im 4-4-2, es war so fürchterlich. Ja. Aber alle haben es auch gut gemacht, bis hin zu Südkorea. Ist ja auch nicht so schwer. Hast du ja gerade gesagt, man muss ja nur alles wie der FC Augsburg machen, das ist ja Lehrmaterial. Ja, so haben die es bei der WM aber nicht gespielt, die haben einfach nur, ja, hier kommen Flügel ein bisschen zu, ein bisschen warten, ein bisschen Sechser zu, lass es spielen, den fällt schon nichts ein, weil es uneingespielte Mannschaften sind bei der WM, ist denen dann auch nichts eingefallen. Das stimmt, unter anderem ja den Deutschen. Ansonsten war noch auffällig, dass Augsburg das sehr körperlich gespielt hat, 22 Mal gefoult, man ist damit mit 4 gelben Karten bei weggekommen, war aber halt auch dann dafür zuständig, dass Freiburg nach Standardsituation durchaus den einen oder anderen Abschluss hatte. Also die Hälfte der 20 Abschlüsse kam nach Standardsituationen. Hat Augsburg auch ein bisschen mit dem Feuer gespielt, fand ich. Da gab es manche Fouls rund um den Strafraum, die hätten jetzt nicht sein müssen. Und dass dann das Tor, das Ausgleichstor, da spielt Kubik natürlich auch eine Rolle, aber dass das aus so einer Situation herausfällt, ist jetzt auch vielleicht sinnbildlich für die ganze Partie. Für Augsburg geht es jetzt dann weiter in Leverkusen und dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Nicht zuletzt wegen der nächsten Gegner war nämlich dieses Spiel sehr wichtig. Man spielt gegen Leverkusen, Gladbach, Bayern, Wolfsburg und Schalke 04. Also mal schön aus dem oberen Tabellenregal kommen die nächsten Gegner des FCA. Wir erinnern uns, in der Hinrunde war ja auch schon das Auftaktprogramm schwierig. Und für den SC aus Freiburg, der jetzt auf Tabellenplatz 7 liegt mit 33 Punkten, das heißt 3 Punkte Rückstand auf den internationalen Wettbewerb hat, geht es jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen Düsseldorf, dann reist man nach Dortmund und dann hat man ein Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin.
Und Augsburg liegt auf Tabellenplatz 11, das hatte ich noch nicht gesagt, mit 27 Punkten, 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist doch das, was man sehen möchte in Augsburg. Und das wäre auch etwas, was man gerne beim ersten FSV Mainz 05 sehen wollen würde. Und damit sind wir beim letzten Spiel dieses Spieltags angekommen, zumindest in unserer Besprechung. Und es war auch tatsächlich der Ausklang dieses 22. Spieltags. Es war ein Schmankerl, Mainz gegen Schalke. Und es geschah etwas Ungeheuerliches in diesem Spiel, nämlich Mainz 05 spielt unentschieden. Zum ersten Mal in dieser Saison. Aus einer guten Partie kann man aus Mainzer Sicht nur einen Punkt mitnehmen, hat in letzter Sekunde aber auch das Glück, dass McKennie eine Ecke in der Nachspielzeit ganz knapp vorbeiköpft. Bevor wir über die etwas kritischere Schalke-Sicht auf dieses Spiel sprechen, was kann man denn als Mainzer mitnehmen, Arne? War das jetzt ein gewonnener Punkt oder waren das zwei verlorene angesichts dessen, wie schlecht Schalke in der Partie war? Puh, das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage. Also du hast ja auch gerade die Schlüsselszene schon angesprochen, so ein bisschen hinten raus der Kopfball von McKennie, aber auch die Chance von Quaison war das, glaube ich, nach diesem einfachen Einwurf, als er den Ball da an die Latte donnert. Weiß ich nicht. Also es ist Mainz natürlich jetzt ungewöhnlich, dass sie unentschieden spielen, ist das auch schon erwähnt, klar. Ich weiß es nicht, also es hat mich jetzt wirklich nicht nochmal so sonntagabends 18 Uhr so ein Kick, das war jetzt halt wirklich, wirklich schwierig, da nochmal das Positive jetzt rauszuziehen. Also ich glaube, Mainz kann damit schon eher leben als Schalke, klar, rein tabellarisch sowieso, aber es war auch von Mainz nicht das, was ich jetzt erwartet hätte mit den Abläufen vorne, wo halt wirklich Sachen gut gelaufen sind zuletzt. Das war heute dann schon wirklich weniger gut. Aber fandst du es nicht gegen den Ball sehr, also ich fand, dass Mainz 05 die Dinge, die man gut machen muss gegen Schalke 04, eigentlich schon gut gemacht hat. Und ja, das war jetzt natürlich auch kein Feuerwerk von Seiten der Mainzer, aber das muss man ja auch erstmal schaffen, Schalke 04 über 90 Minuten so aus dem Spiel zu nehmen. Ja, gerade in letzter Linie fand ich das gut, also die Dreierkette mit Niakate, Bruma und Saint-Just. Hat er konsequent auch alles wegverteidigt und zum Teil auch relativ stabil versucht aufzubauen, aber es war dann im Übergang so nach vorne eben relativ schwierig und ich glaube, es ist auch angesprochen worden, ich weiß nicht, ob das ein Kommentar war oder ob ich das bei Twitter gelesen hatte, die Rolle von Salai tatsächlich als vorderste Spitze, warum er jetzt spielt und nicht Mateta. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das Spiel hätte tatsächlich für Mainz eine andere Dynamik vielleicht angenommen, wenn Mateta gespielt hätte. Ist jetzt natürlich Spekulation, aber Schalai eingebunden in die in das Kombinationsspiel war jetzt nicht wirklich und da sehe ich Mateta dann tatsächlich ein bisschen stärker. Aber ja, dafür habe ich jetzt Mainz auch zu wenig verfolgt, dass ich das jetzt endgültig beurteilen könnte. Ja, also nach dem, was Holger Pfand auf Sky erzählt hat, war die Entscheidung wohl, weil Mateta in der Arbeit gegen den Ball nicht so gut wäre wie Scholler. Ah, ja. Und Achim Bayer-Lorze habe ihm eben Szenen gezeigt, wo er ihm sowohl gezeigt hätte, was Scholler besser macht als er im Anlaufen, als auch was zum Beispiel Firmino bei Liverpool macht im Anlaufen. Okay, gut. Ja, das ist dann natürlich schon das Musterbeispiel auch. Lustiger Grund für ein Spiel, in dem man nicht anläuft. Ja, sie haben eher gestellt, das stimmt schon. Aber ich fand, dass sie schon, also vor allem in der ersten Halbzeit standen sie ja schon sehr hoch und haben das auch, also auch relativ mutig rausgeschoben, fand ich. Also Mascarell lässt sich ja bei Schalke immer zwischen die Reihe fallen, das heißt im Aufbau haben die auch eine Dreierreihe und Mainz hat er ja schon über weite Phasen mit drei Männern rausgeschoben. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass sie genau damit darauf irgendwie, also es wirkte, als wären sie unvorbereitet auf dieses Zurückfallen. Spätestens ab dann, als also teilweise hat Schalke dann die Außenverteidiger super hoch geschoben und auch noch die Achter abkippen lassen und den Zehner auch noch. Also gab es die Situation, wo Harit dann quasi auf der Sechs aufgetaucht ist. Harit. Und da wusste dann meist nicht mehr so richtig, was sie machen sollen, aber ich finde es schwer jetzt da so, also es gab sehr, sehr viele unterschiedliche taktische Situationen in dem Spiel, wo man gemerkt hat, beide hatten da einen relativ klaren Plan und beide Pläne sind dann deswegen auch nicht ganz so aufgegangen, wie sie aufgehen sollten. Und da war dann viel Heckmeck und mal so. Ich fand es super unästhetisch zu gucken, ehrlich gesagt, ja, weil es dann so in der Endkonsequenz gab es dann viele Situationen, wo es entweder einen langen Ball ausschlaggebend gab oder halt so und oder
sehr, sehr, die Formation sehr gestreckt wurden, weil die vordere Linie dann nicht so richtig wusste, wann wie angreifen und die hintere Linie dann mit irgendwie Läufen malträtiert wurde. Und dann wurde dazwischen dann viel gemanndeckt und dann es war so chaotisch, es gab so viele Räume in so unterschiedlichen Zonen. Es wirkte, also es hatte was sehr Wirres, Unstrukturiertes dann, was gar nicht an den Plänen der Teams lag, sondern daran, dass sich die Pläne, glaube ich, so ein bisschen, dass keiner der beiden Pläne so richtig aufgegangen ist, was zum Ergebnis passt. Kurzer Einschub da, also Aufbausituation Schalke, erste Halbzeit, Rolle von McKennie, der immer wieder sich wirklich auf die Rechtsverteidigerposition hat quasi fallen lassen, aber Jonjo Kenny stand halt einfach 10 Meter weiter vorne auf der identischen fast an der Seitenlinie. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil das ist ja tatsächlich dann auch der direkte Einflussbereich noch des Trainers, wo er halt relativ gut coachen kann, weil das direkt vor seinen Augen quasi passiert. Und das war 3-4 Mal so, dass McKennie da irgendwie den Ball bekommen hat, aber dann überhaupt nichts möglich war und er dann irgendwie nur entweder Kenny direkt die Linie runter anspielen konnte, der war natürlich zugestellt, oder eben wieder abdrehen musste nach hinten. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was da der Plan war. Ja, ich glaube, es war so, dass die gesehen haben, okay, Mainz hat, ich glaube, die erste Mainzer Idee war, 3 gegen 4 zu spielen im Pressing, also quasi die drei Offensiven vor die Viererkette zu stellen und dann von der Seite anzulaufen. Beziehungsweise auch mit den Zehnern sozusagen auch ein bisschen die Außenverteidiger abzukappen. Aber man weiß das doch, dass Mascarell sich fallen lässt. Meinst du das wirklich? Also, das ich war also, Schalke also jetzt die ganze Zeit so. Die Situation, wenn Mascarell sich, es gab viele Situationen, wo Mascarell zurückfällt und dann Mainz aufhört zu pressen, weil Schalai auf Mascarell geht und die Innenverteidiger dann plötzlich frei sind und sie nicht so richtig wissen, wer läuft jetzt die Innenverteidiger an. Und dann gucken die, und die Schalker Innenverteidiger haben aber auch nicht wirklich Option. Dann ist vor den Innenverteidigern zu, dann fallen die Achter von Schalke noch raus, dann hat der Achter einen Ball, aber dann ist niemand mehr im Mittelfeld von Schalke und dann wird es einfach ein super gestrecktes Spiel mit viel Raum in der Mitte, aber entweder 1-gegen-1 Situation oder einfach verlassenen Räumen. Und so wird es dann viel Langball, irgendwie Linie lang, ich weiß nicht. Also die Lücken bei Schalke waren krass. Und erstaunlicherweise ist das jetzt schon das zweite Spiel, wo es fast schon grotesk war. Also gegen Hertha BSC war es noch heftiger. Da haben sie auch im Dreieraufbau gespielt und haben alle nach vorne geschoben. Harit stand noch so ein bisschen im Sechserraum. Also dass der tatsächlich so der Übergangsspieler ist, ist jetzt nicht untypisch. Serdar fehlt ihnen halt. Serdar war halt oft so das... Also Serdar und Harit spielen halt eine Doppelrolle im Aufbau und du merkst einfach, dass Serdar gerade nicht auf dem Feld steht. Und dann hattest du aber alle anderen Spieler vorne in der vordersten Kette und da kam der Ball aber nie hin. Und das hast du jetzt gegen Mainz 05 wieder gesehen und das fand ich erschreckend aus Schalker Sicht. Denn das ist ein so schlechtes Positionsspiel, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass David Wagner das möchte. Und dass man das jetzt zum wiederholten Male zeigt, also nicht nur in diesem einen Spiel, wo Hertha BSC halt auch einfach gesagt hat, also wir stehen hier hinten, wir warten auf euch, bis gleich an unserem 16er und dann knüppeln wir das Ding wieder zurück. Das fand ich schon echt, trotz aller Verletzungsprobleme und so weiter, muss ich sagen, das hat mich negativ überrascht auf Seiten von Schalke 04 und ich finde, dass Schalke dann ein wesentlich schlechteres Spiel gemacht hat als Mainz 05. Jetzt völlig egal, ob man da jetzt noch diese Chance hatte mit McKennie oder nicht. Das war ja nach dem Standard. Das hätte ja das alte Narrativ wieder sehr, sehr gut bedient, wenn man das noch 1-0 gewonnen hätte. Aber schlechtes Positionsspiel. 42 Ballverluste hatte Schalke 04. Das war auch eins dieser Elemente, was es so wenig ästhetisch vom Gucken her gemacht hat. Und ich fand, dass Mainz 05 dann aber öfter überraschende Dinge aus diesen Ballverlusten gemacht hat. Also wie oft dann Öztunali zum Beispiel einfach einen ganz schnellen, scharfen Pass gespielt hat oder einmal legt er auch einen Pass mit dem Außenriss ganz toll in den Lauf von Brosinski, was glaube ich. Mainz 05 hatte da immer wieder Ideen, was man machen kann. Und ja, und Schalke 04 nicht. Das kam noch dazu, dass Schalke dann, dass es so aussah, als ob sie nicht so richtig ein Wissen, wie sie die Flügel verteidigen sollen, ist halt auch schwierig, wenn der Gegner ein 3-4-3 spielt, wo er mit Innenverteidiger, Außenverteidiger, Zehner und wenn er will noch mit Sechser und Stürmer irgendwie die Außenbereiche besetzen kann und das auch relativ konsequent macht, ist es aus einer Raute heraus
Ist das ein langer Weg, gerade wenn der vor ein langer Ball ist und man generell schon große Abstände hat und dann der Ball aus der Mitte auf außen gespielt wird? Das will man eigentlich nicht bei einer Raute. Man will eher, dass der Gegner drum rumspielt, damit man frühzeitig schon auf die richtige Seite schieben kann. Also keine Ahnung. Ich habe das Spiel nicht so richtig verstanden. Ich habe nicht so richtig gesehen. Also bei Mainz schon eher. Zumindest dann hatten sie, die hatten ja die Flügelräume dann für die Angriffe und konnten von dort aus ein bisschen was machen. Und Schalke hatte zumindest ein bisschen Kontrolle im Spielaufbau manchmal. Sie hatten auch eine gute Phase gegen Ende der ersten Halbzeit. Das war die Chance, wo sie auch strukturiert dann zum Beispiel die Gregoritsch-Chance hatten. Aber unterm Strich war das schon, das war sehr schwierig zu schauen, fand ich. Irgendwo auch interessant, aber Ich habe wieder zu sehr Trainersicht. Ich habe halt die Lösungen, die ich machen würde, im Kopf. Deswegen, wenn man die Szene sieht und man denkt, warum machen die nicht das und das oder machen sie was anderes, wahrscheinlich aus guten Gründen, dann denkt man immer, dann ist man immer ein bisschen irritiert manchmal. Ein Spiel, was ich nicht gemocht habe. Aus ästhetischer Sicht war es aber ganz angenehm zu sehen, dass Daniel Brosinski zweimal mit dem Außenriss geflankt hat, beispielsweise. das Beste, was man daraus noch ableiten kann. Ja, also ich finde, weil aus Mainz Sicht kann man da schon ein paar Sachen. Also die Dreierkette hinten mit einem starken Brümer haben wir angesprochen. Vor allem, das ist ja jetzt auch, also da scheint man jetzt was gefunden zu haben, was aktuell gut funktioniert. Ich finde, dass Barrero Martins ein gutes Spiel gemacht hat auf der Doppelsechs. Auch aus dem bin ich bisher nicht so wirklich schlau geworden. Der hat eine gute Rolle gespielt. Ich finde, dass Öztunali gute Momente hatte. Überhaupt Öztunali, Latza, die bringen irgendwie so eine andere Stabilität im Zentrum rein, die eben ganz wichtig ist für Mainz 05. Und aus Mainzer Sicht ist es auch einfach tatsächlich, glaube ich, mal wichtig, unentschieden gespielt zu haben. Egal, wie das jetzt zustande gekommen ist und dass man eben vielleicht sogar noch, dass da mehr hätte passieren können. Aber du musst halt auch diese einfachen, im wahrsten Worte des Sinnes, Punktgewinne mitnehmen. Jetzt sind es nämlich schon 5 Punkte auf Fortuna Düsseldorf. Und für Mainz 05 kommen jetzt nämlich auch die Wochen der Wahrheit. Man spielt in Wolfsburg, aber dann 2 Heimspiele gegen Paderborn, gegen Fortuna Düsseldorf. 2 Heimspiele gegen die Tabellen 16. platzierte Mannschaft und den Tabellen 18. Das werden die wichtigen Dinge. Und wohin geht's danach? Zum Tabellen 14. aktuell, nach Köln. Also, da kommen 3 Spiele nacheinander und da war es schon mal wichtig. Würdest du sagen, da stellt sich die Frage, wer will es mehr? Da stellt sich die Frage, schafft man es, gegen diese Mannschaften nicht zu verlieren? Denn Mainz 05 liegt gerade vor diesen Mannschaften und jetzt haben sie es endlich mal geschafft, ein Spiel nicht zu verlieren, in dem es quasi spitz auf Knopf stand. Ich glaube, das ist die Botschaft, die ich vermitteln möchte. Und das in der besten Bundesliga aller Zeiten. Die beste Bundesliga aller Zeiten, am Supersonntag, der Sat.1-Film der Woche. Gut, machen wir das Ganze dicht. Für Schalke 04 geht es jetzt zu Hause gegen Leipzig ran, da kann man ja mal gucken, was Julian Nagelsmann macht, wenn er so ein großes Loch im Aufbau des Gegners sieht. Da können wir gespannt sein. Vielleicht wird da das ein oder andere Ästhetische dann auch passieren. Ja, man hofft's. Damit sind wir durch mit der Besprechung dieses 22. Spieltags. Es war heute sehr taktisch geprägt. Wir alle haben gerade keine Ahnung, wie lang diese Sendung eigentlich sein wird, denn wir nehmen viel länger auf, als es jetzt eigentlich ist. Also ich bin jetzt bei 3:12 und das ist ja schon Aufnahme Nummer 3, glaube ich, die ich gestartet habe. Also ich kann mich nur sehr herzlich bei euch bedanken. Zum einen bei Martin Rafet Rafeld, @MartinRafeld heißt er auch auf Twitter, von Spielverlagerung und natürlich von Split von Heidjuk. Danke dir, Martin, dass du mal wieder mit dabei warst, kurz vor eurem Saisonbeginn. Sehr gerne, Dankeschön. Hat mich gefreut. Mich auch. Und ganz großen Dank auch an Arne Steinberg, stellvertretender Chefredakteur von fc.com, Reporter für das Korrektiv. Er heißt @Steinberg_Arne auf Twitter. Nur Veteranen des Rasenfunks wissen, wie ihr früher mal auf Twitter hieß. Arne, danke dir, dass du eingesprungen bist und dann so top vorbereitet hier mit uns gesprochen hast. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Darf ich dann noch ganz kurz mal die Werbetrommel rühren? Sehr gerne. Was mir sehr am Herzen liegt. Ja. Und zwar recherchieren wir gerade bei Korrektiv zum Thema Schmerzmittelmissbrauch im Fußball und tun das sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich. Und gerade mit Blick auf die Gesellschafts-
politische Perspektive des Amateurfußballs ist es da für uns von großem Interesse herauszufinden, welche Rolle Schmerzmittel eben nicht im Profibereich, sondern bei den Amateuren spielen. Und dafür haben wir eine Umfrage aufgesetzt und da haben jetzt mehr als 700 AmateurfußballerInnen schon teilgenommen. Und es würde uns immens weiterhelfen, wenn ihr auch an dieser Umfrage teilnehmt, all die Menschen, die jetzt gerade den Rasenfunk hören. Der Link lautet korrektiv.org/Schmerzmittelumfrage. Den findet ihr auch auf meinem Twitter-Profil oder eben direkt bei Korrektiv. Nehmt bitte teil und verteilt den Link, dass wir möglichst viele Antworten bekommen und dann ja in die Auswertung so langsam gehen können. Kann ich auch nur einstimmen in diesen Appell. Ich werde den Link auch definitiv in die Shownotes packen. Also macht da mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine interessante Recherche und eine wichtige Recherche vor allem. Schauen wir mal, was passiert. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Mitmachen bei der Umfrage, bei der Recherche von Arne und dem Korrektiv. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen zum Ende dieser Folge. Zum einen hat das Textilvergehen eine Folge aufgenommen mit Micha Parensen und Christian Arbeit. Geheimwaffe Bratwurstgeruch heißt die Episode. War sehr interessant, war auch mal ganz schön zu hören, wie Micha Parensen die Spielweise von Union Berlin beschreibt und welche Tugenden man da selbst mitbringen muss als Spieler. Also Stichwort Geduld und dass man eben den Ball mal nicht hat und dass man viel von links nach rechts läuft und wieder von rechts nach links. Aber dass man das eben aus einer gewissen Überzeugung heraus tut. Und dann möchte ich euch noch empfehlen, Früff mit Folge 10, sexualisierte Gewalt im Fußball. Mir ist wieder klar geworden, dass dieses Thema viel zu selten besprochen wird und vor allem viel zu selten aus der Perspektive heraus, mit der das Früff gemacht hat. Deswegen hört bitte diese Folge. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich auch unsere Beanies und alles andere im Rasenfunk-Kiosk kaufen, kiosk.rasenfunk.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.